Jetzt treiben wir wieder die Sau durchs Dorf. Mit der Schrotflinte, dem Sniper, dem Messer, mit allem. Und mit dabei ist der Fabian, der Gregor. Und der da spielt jetzt, also ganz ruhig, ne? Ganz ruhig. Unglaublich. Es war so eine One-Man-Performance quasi gerade als Cold Open. Ich finde es, wann hat sich das eingebürgert, dass dieser blöde Satz am Anfang so wichtig ist? Also, ich meine, wir hast machen du uns ja, das nicht eingebläut? Ich moderiere den manchmal 5 Stunden am Stück. Und jetzt seid ihr überrascht, dass ich einen Satz hinkriege. Da fühle ich mich so ein bisschen degradiert. Na, du hast eine Schuldigkeit getan für heute. Ich glaube, es ist auch wichtig, für mich davon immer sehr unter Druck gesetzt, diesen Cold Opener ja gescheit zu machen. Das ist ja der Moment, wo die Leute sonst gleich wieder abschalten. Ach, so schnell kommen die gar nicht an das. Das kommt, das kriegen die gar nicht. Stimmt. Aber wir jetzt heute hier mit der nächsten Runde Resident Evil. Ich habe mich eben schon mal wieder versucht zu orientieren. Wir hatten hier gespeichert in dieser Ecke, waren, glaube ich, mit dem Boot dahin gefahren, um die Karte noch ein bisschen abzuarbeiten und haben hier noch mindestens mal eine Tür, die wir uns noch nicht angeschaut haben, ne? Genau. Das habe ich auch gerade gesehen. Ich habe nichts gemacht in der letzten Folge am Inventory. Also nicht, dass du jetzt 3 Stunden oder so. Er hat es gar nicht gemerkt. Vielleicht wären wir davon gekommen. Ich habe. Aber die Tür ging sie nicht auf? Nee, komischerweise nicht, ne? Obwohl. Probier nochmal. Vielleicht müssen wir aber auch. Vorhängeschloss. Aber guck mal, hier waren wir doch auch. Ja, wollte ich gerade sagen, hier sind wir ja quasi rausgeschossen. Okay, dann ist da vielleicht noch eine andere Tür war auf der. Sind wir wirklich mit dem Boot gefahren? Seid ihr euch sicher? Bis dahin? Oder? Ja, aber hier ist noch eine dritte Tür, wenn du über die Brücke gehst. Ah, okay. Wo stand denn das Boot? Da. Da. Ah, okay. Ja, stimmt, da ist noch eine. Also, du bist bei Dimitrescu aus der einen Tür rausgekommen in die andere rein. Ah, das kann sein, ja. Okay. Das ist neu hier. Gut. Guck mal, da ist noch ein Schatz. Wir haben noch mal versucht, an der Helligkeit in allem zu schrauben. Wir haben es jetzt aber dann auch hoffentlich eingestellt. So, ja, letztes Mal gab es auch ein bisschen Beschwerden. Lag, glaube ich, an der Sonne im Spiel. Aber das sieht doch alles gut aus. Ist doch in Ordnung. Oh, das hatten wir lange nicht mehr, diese Resgras. Einmal bei Lady Dimitrescu, ne? Diese Feuerkelche. Genau, die eine Tür aufgemacht ist, ne? Das ist aber eine geile Lichtquelle für diese Gruft und es sieht schön aus, hat auch diesen Hitzeflimmern. Kann ich mit leben, ja. Ich hab komplett die Steuerung vergessen. Wie rufe ich denn nochmal das? Ach, hier. Aber warum willst du das unbedingt erstechen, das Feuer? Na, weil ich möchte keine Munition verschwenden und du musst wahrscheinlich ja die Fackeln da anmachen, sonst wird das Ding ja nicht da hängen. Kannst du nicht gegenlaufen einfach? Nee, das funktioniert nicht, weil da dieser kleine Dings ist. Ah, der Hubsi. Also jetzt könnte ich wahrscheinlich dagegen laufen. Du machst das doch schon richtig. Kniehohe Barrieren, mein größter Feind. Aber eigentlich kannst du auch einfach dagegen rennen, das meine ich. Das halt einfach mit dem Kopf so zu machen. Hui! Das ist die unpraktische Feuerform. Du brauchst eigentlich den Smooth Criminal Video Anlehnen Move da drüber. Smooth Criminal. Ey, das ist super unpraktisch, möchte ich jetzt mal sagen. Ja. Okay. Oh, aber das ist geschafft. Oh, da ist noch aber eine Nadel. Guck mal, da ist lecker was auf dem Tisch drauf. Oder? Ja, Geld. Geld. Schokotaler. Das ist aber nur der Schatz, oder? Nee. Das andere, da war eine Sache anders. Was ist das, Geld? Ich glaube schon. Wie lade ich nochmal die Waffe nach? Viereck. Oder? Leider habe ich auch vergessen. Doch, oder? Quadrat. Ich glaube Viereck. Oh, schön da. Ja, hast du es? Nicht ganz gereicht. Ja, wenn du es einmal angemessert hast, kannst du ja trotzdem dann danach gegenlaufen, ne? Du bist ein bisschen zu linkslastig. Das ist gar nicht so einfach. Besoffenen Drall. Jetzt vielleicht. Ich glaub, das will einfach nicht von mir geschossen. Nur schneller im Kreis drehen. Irgendwann. Ich laufe jetzt mal andersrum, als das Ding sich dreht. So. Das ist aber auch kein gutes Rätsel eigentlich, oder? Boah, das ist richtig dumm. Hey, bei Capcom sitzen sie jetzt gerade irgendwie so in der Qualitätsanalyse der Rätsel und gucken sich unser Video an. Weißt du, ich glaube, die sind einfach nur sehr dumm, sagt dann der eine. Der andere, nee, das Rätsel ist wirklich nicht gut. Können wir statt unserer Kamera blenden wir dann Ben Stiller und Owen Wilson ein von Zoolander, wie sie auf den Computer hauen? So wirkt das gerade bei uns. Da drin? Warum stellen sie denn auch da diese Scheißstufe in die Mitte, dass ich da nicht einfach rüberlaufen damit kann? Damit du einmal ballern musst, bestimmt. Okay, jetzt haben wir aber auch die Humorschwelle überschritten, jetzt wird es unangenehm. Ich mach's jetzt wirklich einfach so, okay? Ich muss sagen, ein Rätsel für Arme. Ja, Mann! Siehst du? Ich glaube, es ist auch so gedacht. Natürlich, du hast einen Schuss verballert. Okay, da kommt ein Gegner raus. Ui. Das gute Loch. Da ist er, der ist fertig. Ich habe das Gefühl, als hätte noch nie einer von denen bisher mit seinem Schwert uns getroffen. Aber wahrscheinlich stimmt das nicht. Aber das dieses Schwert hier? Das wird dämlich.
gucken, dass ich. Kommen sie schon wieder. Oh, wieder Feuer vielleicht? Ja. Oder ist es aus? Das ist für immer aus. Da ist eine Figur. Oh, da, rechts. Kannst du die Fackel da abschießen oben? Okay. Also an sich so in dieser Gruft? Also die Alter, der hat sich selbst angezündet. Okay, gut. Mein Gott. Mehr? Ja. Das gibt's ja nicht. Danke fürs Rätsel lösen. Aber das soll so gedacht sein, glaube ich. Kann das. Das war doch kein Zufall jetzt. Na, ja. Gibt's sonst eine Möglichkeit, hier die Fackel da anzuzünden? Vielleicht schon. Goldene Lady Dimitrescu. Das war cool. Das war schon ziemlich cool, ja. Cool Fall. Magnum-Munition, das war auch der Schatz, den wir hier finden konnten. Ist da überhaupt irgend noch ein Schatz über auf der Karte oder haben wir alle? Nee, da ist noch einer. Aber den konnten wir, glaube ich, noch nicht hin. Ja, ach da, doch, das ist da, wo wir die Platte nicht haben. Aber wir haben die Platte auch noch nicht gefunden, ja. Vielleicht später. Okay, dann gehen wir wieder raus. Oh, Fabian, das hat das Spiel gut für dich gelöst. Das finde ich auch. Aber wie hätte ich denn überhaupt hier die... Ich glaube, das soll das sein. Das ist schon so, ne? Weil du hättest die Fackel ja auch selber nicht bis nach da hinten schubsen können. Ich sehe auch keinen anderen Weg. Und es ist ja auch eine Endlosversorgung an Zombies immer wieder durchgekommen. Also, oh, stimmt. Das ist interessant. Das passiert so ein bisschen wie Lemmings. Okay, dann fahren wir weiter, würde ich sagen. Die andere Ecke hattest du, glaube ich, schon abgesucht, Gregor. Ja, also die andere Richtung, ne? Die Rückseite hatte ich gemacht. Weiß nicht, ob du hier unter die Brücke kannst oder so. Nee, das ist gar keine, kannst du gar nicht, ne? Da ist, glaube ich, blockiert einfach. Ja. Dann sollte das gewesen sein? Ich glaub, wir waren ja eigentlich auf dem Weg zu diesem Treffen mit Heisenberg. Ja, oder auf dem Weg zu diesem Altar oder was das ist. Dieser komische Riesenkelch, da bin ich ja nochmal abgebogen, weil unten die Brücke. Den haben wir auch dabei. Den haben wir auch gekriegt. Der hängt in der Seitentasche hier, so als Schlüsselanhänger. Ja, warum nicht, ne? Lieber nicht ins Wasser fallen, ist wahrscheinlich sehr schwer. Ja. Hier war der Start. Da ist der Steg, ne? Genau. Da hinten war ich schon. Also ich meine, sein Monster haben wir ja schon erledigt. Jetzt kommt ja eigentlich auch er mal dran, würde ich sagen. Wird mal Zeit. Stimmt, den haben wir gar nicht bekämpft, ne? Ihn noch nicht, ne? Nee. Das ist immer der typische Bösewicht-Fehler, sich darauf verlassen, dass der Handlanger das schon irgendwie erledigt. Nach rechts. Zum Zeremonienplatz. Jetzt gibt's ja mittlerweile auch schon so ein bisschen Feedback von vielen Review-Seiten und Metacritic und alles. Ich glaube, 4Players ist ein bisschen kritisch gewesen, was für die Wertung angeht. Ja. Die sind mir aufgefallen, weil die, glaube ich, eine 60er-Wertung hatten oder so. Und viele sagen nur, dass die Story halt wirklich so ein bisschen. Also, sie ist halt so ein bisschen wischiwaschi, irgendwie so. Sie ist nicht unbedingt ein Highlight. Ich glaube, so kann man es zusammen. Seid ihr cool damit, wenn ich nochmal kurz hier einmal zurückgehe? Weil wir haben ja auch noch diese Dings dabei, ne? Diese Kette mit den zwei Rubinen und so. Dann verkaufe ich das nochmal eben. Was glaubt ihr, was die Wert ist? 20.000? 30.000? 25, würde ich sagen. 35? Das Lady Dimitrescus Hintern ist drin. 30.000 mindestens. Ah, ich habe jetzt die Statue gemeint. Was glaubt ihr, was die Halskette wert ist mit den zwei? Nee, nur mal mit diesem langen Dösel und diesen extra Stern. Die sind schon über 30 jetzt ein wert. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Hier hatten wir, glaube ich, doch, wir haben noch Fisch im Besitz. Aber den haben wir ja alle schon. Ah, hier, ja, siehst du, zwei Fisch. Können wir es nicht nachlassen. Okay, da fehlen uns noch zwei Fisch jetzt. Ja. Und hier fehlt uns noch mal ein saftiges Geflügel. Oh, nee, auch nicht. Das ist noch ein normales Geflügel. Und hier fehlt noch sechs Fisch und ein feinster Fisch. Ich habe gerade aufgestockt. Ich dachte, wir hätten so ein feinster Fisch haben wir doch. Ach so. Haben wir doch gefunden. Ah, ja, der goldene Fisch hatte ich nicht da einer. Wir fehlen nur noch ein bisschen Geflügelkram und normale Fische. Wir haben schon 50.000. Oh, und jetzt noch mal, 50. Ich finde, wow, 50.000 ist geil. Das Wild, können wir das jetzt verkaufen? Weil ja, ne, da ist doch nichts mehr übrig im Menü. Verkauf. Meinst du, kommt dann noch was? Verkauf. Im Zweifel immer verkaufen, ist mein Motto. Die Dietriche sind irgendwie auch ein bisschen im Spiel dann später nicht mehr so relevant, oder? Was denn? Die Dietriche. Achso, ja, aber lass sie doch ruhig da. Ja, da kommen sicher noch mal. Du findest bestimmt irgendeine verschlossene Truhe. Ich habe neue Waffen für dich besorgt. Wie wär's? So, jetzt mach mal richtig schön Level Up. Ja, was? Ja, die hatten wir. Ja, das, ich guck gerade. Die Waffe haben wir nicht. Aber wir haben okay, schon, aber die haben wir auch schon alle? Wir haben alle die gekauft. Krass, wir haben wirklich einfach alles weggekauft. Ah. Tja. Na, irgendwo muss es ja rein. Krass, okay. Wenn du willst, kann ich deine Waffe. Ich kann auch keinen. Gegen eine kleine.
gar keine Items dazu mehr kaufen. Wir haben schon alles voll. Da ist auch ein Teil für eine Waffe im Menü gerade gewesen. Ja. Das ist für was, was wir haben. Siehst du das genau neben den Heiltränken? Nee, das ist für die andere Waffe, die wir nicht haben. Ich glaube, es ist eine Schrotflinte, steht da im Shop-Menü. Achso, dann, ja, vielleicht bekommen wir die gleich. Haben wir diese Objekte stapeln eigentlich schon mal probiert? Ist das einfach nur automatisch aufräumen? Drück mal drauf. Ist Touch links, oder? Kann das sein? Nee, dann weiß ich auch nicht, was es ist. Oder Digi unten? Eigentlich ist auf dem Touchpad müsste es sein, ja. Ja gut, vielleicht auf dem Digi einfach nur nach unten. Die linke Seite des Touchpads. So quasi einmal so runterdashen. Nee, mach mal so einen Wischer. Von oben nach unten. Und nee, okay. Dann ist mir auch egal. Das ist nur, um ihn zu trollen wahrscheinlich. Irgendeiner bei Capcom. Das macht das ja, jetzt auch. Ach, das ist ein komisches Symbol. Das würde ich jetzt zu Hause googeln, wenn ich es nicht rausfinde. Ich meine, kann ich sein, dass sie nur noch diesen Button übrig haben? Die hätten doch auch R3 oder so machen können. Nein. Naja. Okay. Also wenn du die Special Edition kaufst, dann wird diese irreführende Anzeige weggemacht. Ich würde es dann fast machen. Das ist richtig, der doch, ne? Ja, hier rüber und dann war das da oben. Die Spannung, sie ist unaushaltbar. Ob es direkt der Endkampf oder vor, also der Endkampf gegen den Doodle oder vorher noch mal ein bisschen Missionsgelatsche? Ich über den Herr der Ringe Statuen, ja. Das ist wirklich sehr Herr der Ringe. Hier gehört ganz eindeutig das Kind in Stücken hin. Pack dein Gimli da mal drauf. Das ist, also für eine Kita wäre das eine völlig andere, neue Herangehensweise. Okay. Okay. Das da hinten ist so ein bisschen... Oh! Ah, okay. Hä, wieso? Wir gehen jetzt eine Brücke hoch, aber ich fahre automatisch hier runter. Jetzt wird alles mit heißem Wachs gefüllt. Nein, ich gehe weiter runter. Aber ich glaube, wir alle sind uns einig, dass man Ethan jetzt sehr leicht töten könnte. Wo ist denn diese Brücke? Welche Brücke ist, ja, dass ich hier müsste eigentlich nur... Wirf da irgendeine wilde Sau rein. Alles, ja. Mach einfach jetzt zu. Also einfach oben zu, unten zu, fertig, Ende. Ende gleich. Ist halt für immer mit seinem Kind. Ich würde sagen, nach 3 Wochen hat sich das erledigt. Welche Granaten habe ich jetzt drin? Explosiv. Nee, Blend. Die Blendgranaten hast du, ja. Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Okay. Oh, du hast die Untertitel wieder weggemacht. Na los, komm einfach über die Brücke. Ja, aber jetzt versteht man es ja auch. Also. Noch? Noch, du hast recht. Ja, wenn wir dann labern und dann... Mach sie vielleicht nochmal an. Mach sie lieber an. Für Let's Plays sind die eigentlich ganz wichtig. Für die höchst unwahrscheinliche Situation, dass wir reden, während irgendwas Wichtiges läuft. Das wird zwar nicht passieren, aber... Ja, für den... Ah, ich speichere mal. Ich bin auch gerne vorbereitet. Okay, das ist die... Ach, die Fabrik. Ah. Das reißt mich irgendwie voll aus der Spielwelt raus, dass da so, das sieht so modern aus da hinten mit diesen Masten und so, die da stehen. Ja, aber Heisenberg ist wahrscheinlich auch mehr so der Engineer unter dem Ganzen. Mhm. Der hat sich die Maschinen gebaut. Ich mag dich. Okay. Ich will mit dir über Rose sprechen und Miranda. Komm rein. Keine Sorge, das ist keine Falle. Oh, den kann man vertrauen. Okay, hier sieht man leider auf der Karte nicht, ob irgendwie hier was liegt. Aber wir gucken einfach trotzdem mal. Ich habe ja gedacht, der wäre wirklich am Anfang sowas wie ein, so der Jäger von den... Ja, den, so der verbindet sich mit uns. So ein bisschen, ne, hat aber seine eigenen Pläne. Aber irgendwie, der war ja von Anfang an irgendwie böse so und jetzt will er reden? Na, I don't know, I doubt it. Er hat einen Panzer im Garten stehen. Der Style hier sieht so ein bisschen aus Evil Within. Ja, stimmt. Ja. Ist da ein Panzer? Da steht ein Panzer. Jo. Mhm. Die Heisenberg-Fabrik. Da stellt ihr dieses blaue Zeug her, ne? Hier ist zu. Mhm. Wir alle haben offensichtlich sehr fundierte Chemiekenntnisse, wie ihr alle hier seht. Ja. Wobei, Heisenberg ist ja mehr für seine Physik bekannt. Seine Physik. Können wir runtergehen? Hübsche Physiker, der. Ein berühmter Physiotherapeut. Ja. Und natürlich, er hat eine schöne Physik, ist dafür auch bereits das erste Model, Männermodel. Okay, also da drüben komme ich nicht durch, ich kann nur hier lang gehen. Ja, einfach nur immer rein, wo es tiefer und dunkler wird. Das passt schon. Du läufst schon richtig, da wo halt die Creepiness herkommt.
Ja, gut. Was da? Chemikalien. Chemikalie. Und Cutscene, würde ich sagen. Was ist das? Sie haben uns benutzt. Wahrheit tut weh, ne? Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeih. Setz dich. Na, da wären wir doch gleich runtergetreten. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Fishman. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an. Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran. Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst. Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Oha. Überraschung. Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Grab. Oha. Kettensäge, oder? Klingt so ein bisschen nach... Ja. Mhm. Ach, jetzt, das ist hier, jetzt, oh! Das, was du gesagt hast. Ja, ne, was ich gehört und gesehen habe, ich war wirklich Resident Evil. Der Propeller guckt nach vorne, nicht nach oben, wie ich dachte. Kann jetzt mal was machen. Ja, aber er hat ihn, aber der Typ guckt aber auch so ein bisschen gebückt gerade. Scheiße! Propellerhead, wie geil. Es ist wirklich Resident Evil. Ja, und haben sie wohl leider von dieser Person geklaut. Ich weiß nicht mehr genau. Was ist hier los? Vielleicht in die Hocke, geht das? Ach so, jetzt. Wie hockt man es denn nochmal hin? R3. Sackgasse. Und hier rein. Scheiß drauf. Aber findest du wirklich, dass es so... Also hast du noch nie in einem Horrorfilm einen Charakter gesehen, wo die irgendwie so den Teil von einem Oberkörper ersetzt haben durch einen Propeller oder irgendwas anderes? Ich sag doch, es ist überhaupt nicht so ein großes Ding. Was war das für ein Ding? Wir hatten nur drüber gesprochen. Dass das halt irgendwie, ich habe das nur so mitgekriegt, wusste aber nicht mehr aus welchem Spiel. Wir kamen auf Propeller oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie. Und dann habe ich das erzählt und lustig, das jetzt wirklich einen Tag später zu sehen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ist natürlich für den Künstler doof, aber ich wäre mir nicht sicher. Wir hatten ja drüber gesprochen, es gab sicher die Idee vorher schon mal. Also ich, wie gesagt, ich darf den Künstler nichts unterstellen und Capcom auch nicht. Kann ja durchaus sein, dass es nicht das ultra-originellste Design. Ja, aber es ist schade, dass es schon wieder vorbei ist, offen gesagt. Ich meine, der kommt ja wohl noch mal. Meint ihr, ich kann hiermit irgendwas machen, weil das gelb ist? Nee, ne? Ihr müsst C3PO musst jetzt anrufen. Vielleicht bist du wegen der Müllpresse. Da helfen dir deine 6 Millionen Sprachen auch nichts, ne? Okay, ich geh erstmal weiter. Der kommt so hoch. Seine Hände, ne? Hardest working Extremitäten. Alter! Der Videospielszene. Was haben die? So eine VR-Brille? Ja. Endstufe Oculus. Ja, die sind gerade in Westworld, ne? Und haben ihr eigenes Abenteuer. Genau, die denken, wir sind die Bösen. Ja, genau. Scheiße.
Naja, aber es gereicht. Das hat ein bisschen gereicht, ja. Oh, wie schön er nach vorne flatscht. Super gut. Da flattert die Hose. Komm, den kannst du messern. Das sind die widerstandsfähiger? Mit dem wirklich? Ja, es war ein Versehen, Leute. Du kannst ja machen, was du willst. Das ist ja dein Spielstand. Alter. Sind die Brille weggeballert? Die ist übrigens automatisch, die Knarre, ne? Die sind ein bisschen stärker, die Gegner. Ja. Ist das, weil sie mit der Brille merken sie nicht, was für Billo-Gegner sie sind. Sie denken, sie werden stärker. Knarre ist automatisch übrigens, Fabian, ne? Was du gedrückt halten willst. Wer ist automatisch? Deine Knarre, die du hast. So. Also musst nicht immer einzeln drücken. Warum tragen die Headsets? Ich nehme mal wieder das da auf das Dings, ja? Ja. Wurden diese Headsets wurden noch nicht angesprochen, ne? Das erste Mal. Habt ihr auch noch nicht gesehen hier? Oder mir sind nie aufgefallen. Hat ihnen ja jetzt auch keinen besonderen Vorteil verschafft, würde ich sagen. Da ist das so der Aufsatz für den Propeller. Die kriegen so kleine Handventilatoren dann noch dran. Vielleicht sind es auch Nachtsichtgläser. Vielleicht haben die auch die ersten Teile vom Let's Play gesehen und haben gedacht, dann sehen sie wenigstens was in der Folge. Ja, okay. Alter, sind das alles Menschen? Sieht aber geil aus. Das ist ja geil. Fahren die mit dem Karussell da gerade? Ist der Dom wieder da? Sieht ein bisschen aus wie in den Oddworld-Spielen, wenn die... Ja, genau. Ja, Soulstorm gerade. Da wird ein bisschen Mulukon-Saft gemacht hier. Ah, das ist schön. Sowas finde ich gut. Ist auch immer so richtig eklig, aber gerade deswegen toll. Man fragt sich allerdings, wie viele Leute da in dem Dorf. Also um diese Maschine zu betreiben, müssen ja ganz schön viele Leute leben. Du siehst ja, da sind so Förderbänder. Ich bin wieder runtergefallen. Förderbänder. Das sind immer dieselben Menschen. Genau, es sind nur 20 Leute. Es ist nur für Leute. Show. Ja. Es ist nur um die Leute. Es ist nur so, hat der CEO so gemacht, um die, wenn er die Leute durchführt. Das ist so wie wenn du hast eine Aufführung und dann mietest du dir eine Halle für, ne, und wirst einen Fernseher übertragen, aber kriegst nur die Hälfte der Sitze. Ja, dann geht die natürlich vor die Kamera und dahinter ist alles leer. Genau, schön alle in die eine Ecke. Oh, ist das wieder diese Maschine? Ja. Ah, noch eins. Okay. Hast du was? Nö. Wie viele davon haben wir gemacht? Zwei oder drei? Bisher zwei. Zwei, glaube ich, ja. Haben wir eine irgendwo liegen lassen? Nein. Nö, meistens gab es die ja mal ziemlich in der Nähe. Wahrscheinlich gibt es ja auch irgendwo eine. Okay, hier zeigt er mir halt das noch an. Hey. Okay, was? Da sitzt er. Warum? Dann gehe ich. Oh, ich gehe erstmal zu ihm. Müssen wir mit ihm quatschen mal? Leider was Schönes für dich. Wo sitzt der denn da drin? Ist aber im Pult. Ja, ja. Vielleicht hat er was Neues. Ja, vielleicht. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren. Hey, geil. Ja, aber warte, bevor du aufwertest, lass mal gucken. Der Koffer. Natürlich. Ja. Kauf ich, ne? Ja, aber guck mal da. Eine Shotgun. Und du, denn sind wohl beim Wort. Geil. Sind beide Shotguns. Das sind beide Shotguns. 180.000. Oh, aber dann würden wir gleich die geile kaufen. Aber die ist natürlich geil, weil guck mal, wie viel Schaden die macht. Ja, dann auf jeden Fall natürlich, aber warum kriegen wir beide zur Auswahl? Na gut, nehmen wir warten mal auf. Aber wir können die alte Shotgun verkaufen. Ja, stimmt. Ja, wenn das dann aber nicht reicht. Ja, lass doch mal gucken. 100, also die macht 1160 Schaden. Noch eine neue Pistole hier, ne? Ja, die würde ich jetzt vernachlässigen, aber erstmal die, also die ist wie. Check doch mal, was die Shotgun bringen würde beim Verkauf. Shotgun würde bringen. Das ist die hier. 82.000. Reicht nicht. Naja, das ist. Ah, wenn wir noch was anderes verkaufen. Sind es dann 160.000? Wir bräuchten noch 20.000, die wir irgendwie. Wie viel brauchen wir? 20.000 noch ungefähr. Vielleicht können wir sie dann noch ein bisschen rumgehen und dann wieder zurück und Geld verdienen. Uns hat auch jemand gesagt, oder mehrere haben das auch gesagt, dass wir den Wolfsbane mal benutzen sollen bei den Wölfen. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich, weil er besonders gut funktioniert bei denen oder so. Die Magnum, meinen sie? Ja, ja, so. Okay. Ja. Einfach, weil er auch so heißt, ne? Oh, ich wollte keine Munition verschwenden, aber ja, du hast recht natürlich, ne? Das wird besonders Silber googeln. Genau, ja, ich meine, wir haben ja auch bald, sind ja bald durch, nehme ich an. Okay, dann rüste ich jetzt aber auch nichts auf hier, sondern wir sparen erst, bis wir... Mich ärgert jetzt schon, dass wir überhaupt was aufgerüstet haben. Ja. Willst du echt das schaffen? Na gut. Nee, ich mach jetzt nichs. Nö. Spiel doch erstmal und dann kriegen wir bestimmt genug Geld zusammen. Ja. Ey, ist es nicht 20.000 ist ein Witz. Ja, das stimmt. Außerdem kannst du so. Kann ich deine Waffen aufrüsten gegen eine kleine Gebühr? Ja, wir kommen wieder. Du kannst so diese Shotgun ja schon mal leer machen, weil die Kugeln kriegen wir eh nicht zurück. Ne? Wenn wir eine neue kaufen. Das ist gut, ne? Wie machst du? Wie mach ich die denn leer? Ballern. Ja, ballern. Den mach ich gerade. Ja, du, also 11 Schuss hast du frei jetzt sozusagen. Geil. Das ist gut, ne? Schöne.
Das macht, glaube ich, am meisten Spaß. Das sind 11 richtig schöne Schüsse. Gönn dir. Schieß doch mal daneben, wenn du kannst. Ja. Einfach mal so, weil du knarrst. Aber nicht zu viel, sonst lädt er automatisch nach. Da bist du eingeschissen. Stimmt. Oh, ja. Das sieht aber schön aus hier. Das ist hübsch. Ich finde bisher doch immer sehr abwechslungsreiche Szenarien, obwohl man das vielleicht gar nicht erwarten müsste. Wir versuchen es. Hier ist so ein Gegner dahinter, oder? Das ist so. Dann, das müsste das Äquivalent des Laborbereichs jetzt sein, ne? Denke ich auch. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal ein richtiges Labor sehen, sondern eher diese Technik hier. Alter. Ui, schön. Ah, die halten schon mehr aus. Ja, also der schützt ein bisschen die, ne? Der Kranz da oben. Jetzt hast du nachgeladen, Fabian. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Nee, ich habe aber auch. Das macht man einfach instinktiv. Ja, hast ja auch recht. Aber jetzt ballerst du nochmal 11 weg. Ey, kann man die. Du bist da an einem Fass vorbei. Kann man das aufmachen? Nee, ne? Nee. Okay. Okay, es geht hier einmal links rein. Es geht da hinten rum. Nee, geht's gar nicht rein. Das ist wahrscheinlich so eine Tür, wie ich die eben schon mal gesehen habe von der anderen Seite. Muss ich die wahrscheinlich auch öffnen dann? Ja, diese Lichter hast du kaputt gemacht, ne? Hier ist ein. Okay, es ist das übliche, irgendwann muss man mal irgendwo Strom wiederherstellen, Rätsel. Ach, und hier komme ich nicht rüber, alles klar. Wo? Hinter dir. Nee, haben die Tür aufgemacht. Das ist nett. Nicht nachladen. Oh ja, ich war kurz davor. Ja, jetzt 8 Schüsse noch. Ach, wow, der steht sie auf. 6 Schüsse, nicht nachladen. Die fressen ordentlich was. Boah. Oh, schön gedreht. Ja, vielleicht sind die auch schon auf. Guck mal, wir sind jetzt quasi 2 Schrotflintenstufen im Rückstand, weil das wir kann die sein, ja. andere auch nicht hatten, die es da noch gibt. Ja. Mir ist übrigens was aufgefallen gerade, ne? Wenn wir. Ich habe gedacht, nee, das verkaufen wir nicht, weil wir ja die gleich kaufen. Aber das ist ja für die Schrotflinte, die wir auslassen. Das können wir auch verkaufen, ne? Das kannst du auch verkaufen. Das bringt fast 10.000 Euro, habe ich eben gesehen. Also fehlt uns echt nicht mehr viel Kohle jetzt. Ja, irgendwo finden wir noch einen Diamanten. Ja, passt das schon. Nummer 3.000. Übrigens mein Lieblingswortspiel aus der Community zu diesen Raben oder Krähen, die wir abgeschossen haben, die uns dann diese Leihgaben. Mhm. Kredit. Kredit ist gut, ich dachte gerade die Leihgaben. Leihgaben fand ich auch gut. Leihgaben ist auch gut, der ist aber spontan jetzt irgendwie völlig so entstanden. Kredit, aber Kredit. Okay, wir brauchen eine Kokille. Was ist denn eine Kokille? Wähl mal die Kokille aus. What? Ja, es ist die Form wahrscheinlich. Irgendwie so eine Pressform vorne. Es ist so, oder es ist unten was zum Auffangen. Es gibt diesen Fachbegriff und die Übersetzer mussten gucken, wie das auf Deutsch heißt. Okay. Ha. Kokille, wieder was gelernt, ne? Ja. Nur nicht was. Also wir wissen noch nicht, was wir gelernt haben. Das ist äquivalent zur Popille. Boah, ich muss mal die Waffe wechseln, bevor ich die wieder nachlade. Zäpfchen nennt man es auch. Okay, seht ihr hier noch was außer dem. Irgendwas ist da, aber wahrscheinlich mit der Kokille? Hier. Da ist sie. Ja, da muss ich wahrscheinlich so eine Form mir selber bauen. Schlüssel, die ganzen Fotos, Schatzkarte, Halskette. So. Passt nicht. Vielleicht müssen wir das da auch reinsetzen. Warte mal kurz. Nachdem wir was gegossen haben. Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist so ein Mr. Minute oder sowas hier. Habt ihr das gewusst? Nee. Wie? Wirklich? Seit wann das? Ich habe mich gerade gefragt, wieso wir noch diese Halskette haben. Ja, aber dann hast du ja jetzt genug Geld, ne? Ja, vielleicht. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wir sind jetzt schon so weit. Wollte ich gerade sagen, mach erst mal weiter, es läuft noch. Das ist doch gar nicht weit. Okay, da ist zu. Okay. Ich geh mal weiter. Geht's auch gar nicht weiter, ne? Die sieht immer so
Ja, nein! Sehr schön. Ich glaube, du brauchst so nah dran keinen Headshot. Oh, da hat er dich noch getroffen. Ordentliche Reichweite. Ja, eins war doch blocken, oder? Ja. Denk dran, dass wir bei blocken auch fast keinen Schaden nehmen. Ach nee, L1 war blocken. Ich würde schon gern zurückgehen jetzt. Okay, jetzt auch kein Strom. Dann. Oh, das sieht doch schon aus wie so eine Säge. Uff. Oh, nee, der hat so ein Bohrhammer-Vorschlag-Dödel. Der arbeitet beim Straßenbau. Ich hatte aber auch keinen Strom. Gestorben beim Nasebohren, ey. Also der steht gleich nochmal auf. Guck ihn dir vorher nochmal an. Der ist zu detailliert dafür. Ja. Ist cool, wie er so eine Unschärfe bekommt, wenn man ranzoomt. Ja, auf was fokussieren wir denn da gerade bei der Unschärfe? Hintergrund, das hab ich mir auch gerade gefragt. Ja, der Hintergrund. Das ist dieser eine Spot im Hintergrund. Ja, kleiner Fehler. Kann man mal machen. Ey. Der ist ganz geil, finde ich. Ja, schön. Aber gleich wird es sehr unangenehm. Oh, was ist denn hier? Das ist so ein Koffer für unsere Items. Ja, um den. Ja, das ist die Kokille. Die Alter, wie groß ist diese Kokille? Okay, ach, und er trägt das alles unterm Arm, ne? Ja, dann lauf mal. Überleg dir schon mal, welche Waffe jetzt ganz gut ist. Du bekämpfst den nicht, hau einfach ab. Oder so. Sackgasse. Ja, hau ab. Gut, da müssen wir vielleicht nochmal hin. Also ich denke, du musst gleich noch diese Kokille nutzen, während der dich sucht oder so. In diesem Kühlschrank war wahrscheinlich was drin. Nächstes Mal. Muss ich eh nochmal hin. Ja, komm, schnell, schnell, mach es! Der wird eh noch kommen, durch die Wand. Wie groß dieses Ding ist. Wand oder Decke? Was passiert da jetzt? Okay, frisch gegossen. Kommt aber nicht hinterher. Ist ein bisschen so, wie als ob du dir eine frisch gebackene Pizza aus dem Automat holst. Nur halt mit Stahl. Pferderelief, danke. Ist eine Pferderelief. Das geht alles so schnell und ist so unnötig kompliziert. Alter, andere Leute machen Schlüssel da rein. Ja, wir sind auch ein bisschen. Boah, das ist doch bestimmt irgendwie eine Bosskampf-Arena. Soll ich nicht vorhin mal die Shotgun holen? Ja, wie du meinst. Aber wahrscheinlich ist der Weg jetzt schon versperrt durch den Typen, der dich verfolgt. Ja, das konnte ja jetzt keiner vorhersehen. Aber da wird sicher noch eine Möglichkeit sein vorher. Oh, nee. Okay, jetzt haben wir es recht genug. Definitiv Geld. Genug Kohle jetzt. Noch ein Pferd. Achso, das Ding habe ich ja nicht mehr. Nee, es war auch so eine Plakette, dieses Relief, ne? Nee, das ist ein Schlüssel. Hast du irgendeinen von unseren? Pferdeschlüssel. Nee. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann kriegst du wahrscheinlich hier links unten. Okay. Oh ja, das sieht aus wie. Was geht denn da? Der Schlüsselraum. Das ist so die Maschinen Aerobic machen. Ja, aber jetzt die Moin Moin Musik, würde die alte, würde ganz gut passen. Oder, wer ist das, dieser Concon-Tanz? Ja, hätten wir so zusammengeschnitten, ne, bei Game One. Ja. Fertig. Erster Einspieler erledigt. Okay. Also, was genau diese Maschinen bringen, werden wir hoffentlich noch erfahren, weil ich würde es gerne wissen. Wo willst du die reinlocken in die Maschinen? Sagen, oder? Ja, komm, machen wir mal. Warte mal da, die kommen da. Achtung und? Achtung! Ja. Deswegen Helm auf! Was? Der hat's geschafft? Tötet ihn nicht mal. Ja, aber es verletzt sie schon. Auch emotional. Alter! Also, pack die Schrotflinte aus, oder? Ja. Denk dran, nicht nachladen. Ja. Noch zwei Schüsse. Oh, wie es mir auch anzeigt, nachladen. Ja. So. Die letzten zwei kriegst du auch noch weg.
Da liegt was. Ja, es war spät. Ja, es war richtig dumm. Ich hab's auch gesehen, ja. Aber kann halt passieren. Okay. Ja. Ich glaube, wir haben noch richtig viele Items. Alles super gut. Ja, wir haben dem ja jedes Mal alle Heil-Items weggekauft. So, ich muss da gar nicht so oft drücken. Wirklich, der lebt noch. Nee. Durch. Jetzt kommen wir wieder hoch. Sehe nichts, aber. Nee, da war's auch. Nicht, da ist nur eine Tür. Das ist eine Tür hinter dir. Oh. Okay, komme ich wahrscheinlich da hinten rum. Hin, wenn ich jetzt. Nee, da komme ich wieder. Ach so, das ist. Ja, aber damit kannst du. Von der anderen Seite versperrt. Aber hier kommt natürlich jetzt vorher noch ein Gegner aus der Wand gebrochen oder so. Ja, vielleicht nicht. Der vorletzte. Ja, das ist. Also, du denkst an den letzten, aber ist der vorletzte dann. Doch nicht. Ja. Da, wo das X schon. Vorne sieht auch schon komisch aus, ja. Das ist der Gang oben im ersten. Mach erstmal links. Polizeirevier. So sieht das aus. So, jetzt sind wir wieder in dem Raum, wo diese. Warte. Bevor du jetzt was triggerst, willst du hier erst noch weitergehen? Du könntest theoretisch zurück zum. Ja, jetzt gehe ich mal zurück. Das ist ja wirklich super nah, ne? Ich hatte Angst, dass er genau jetzt kommt, weil man. Ah, du meinst, dass er. Location hat. Ja, das stimmt. Okay, gucken wir mal. Ja, mach das mal. Lass uns vorbereitet reingehen. Ach, sieht gut aus. Das ist immer so dieses Ding, man versucht die Arena zu erkennen, damit man einigermaßen vorbereitet ist, aber es klappt nicht immer. Wo kommen diese kniehohen Barrieren alle her? Ist ja furchtbar. Es war doch weiter, als ich dachte. Das ist hier aber gleich, ja, ne? Stimmt. Oh, sehr schön. Suchst du nach etwas Bestimmtem? So, ist jetzt glaube ich nicht so schlimm, dass ich noch zwei Dinger übrig habe. Also ich kaufe das, weil du es bist. Der nur, dass du es weißt. Das ganze Spiel lang dieses Ding mitgeschleppt, wo der Diamant drin war für 8000. Und der, wo ist dieser Adapter? Den, oder hast du den schon verkauft? Den habe ich eben hier schon mal gesehen, da. Der kann weg. Will ich kaufen, wenn nicht. Jo. Wie heißt es doch so schön? Klein Vieh macht auch Mist. Das ist die Schrotflinte. Oh, endlich ist der scheiß Bömmel dann auch weg. Geil. Sowas nenne ich ein durchschlagendes Verkaufsargument. 197.000, wir kaufen die SIG 12. Mhm. Ach, ein Upgrade wird es wahrscheinlich eh nicht mehr reichen, aber kann ja nur mal gucken. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Aber nicht so viel Kram. Ja, das ist schon teuer. Ist teuer? Ja, aber 20. Könnte man, wenn man noch irgendwo 3000, könnte man ein Upgrade machen. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Auf Wiedersehen. Die hat vielleicht schon 10 Schuss. Neue Shotgun ist immer gut. Das ist immer noch. Ja, okay. Wo wollte ich jetzt hin? Zu deiner linken links, warst du, ne? Richtig. Da bin ich rausgekommen. Genau, und jetzt nochmal links, da warst du. Und jetzt hier runter. Ja. Aber guck mal, da siehst du das gelbe X an der Wand. Ja, aber was heißt das? Hol die Rohrbombe raus, Mann. Ach so. Ja. Kann ich es auch messern vielleicht? Vielleicht. Ja, ich brauche wahrscheinlich schon eine Bombe oder so, ne? Hä, wo ist rechts? Noch so? Ich habe kurz gedacht, wir hätten. Wieso. Ach, guck. Hä, wie habe ich einen.
Das habt ihr auch gerade gesehen, dass das kurz so komisch aussah. Ja, die hättest du vielleicht aus Versehen ausgewählt gerade. Was machst du denn da? Versuchst du immer noch das mit dem Touchpad? Ja, ich will wissen, wofür das gut ist. Kann ich das einmal kurz ein bisschen sortieren? Nein! Nein! Okay, zwischendurch mal ein bisschen okay, dann ist das die Folge vorbei. Jetzt hat er angefangen. Ach, Leute! Es ist doch auch wichtig, dass man ein bisschen wieder eine neue emotionale Fallhöhe aufbaut, ein bisschen Geschwindigkeit. Die Leute wollen das. Ich habe es so oft in den Kommentaren gelesen, die ich selber geschrieben habe vorher. Hattest du uns das gezeigt, Simon, bei Resident Evil 4, bei Steam, Management Simulator, also oder so? Gab das, Inventory ja. Management. In der Summe es sieht jetzt verlieren nicht besser wir so, aus. Wir verlieren so weniger Zeit, weil wir nicht jedes Mal uns wieder neu orientieren müssen im Inventar, wenn wir es einmal ordentlich haben. I doubt it. Du hast jetzt alle Waffen nach links gepackt ist so und einen Haufen nach rechts. Da hast du doch im Koffer totales Übergewicht auf die eine Seite. Ja. Du musst noch ein paar Backsteine essen. Ethan darfst du nicht in die Sahara, weil du immer im Kreis dann läufst. Siehst du? Nicht mal in die Sahara. Ich höre euch gar nicht zu. Das ist gut, das wird so weitergegeben. Ich höre ihm nicht zu und du hörst ich hör nicht gar zu. Nicht zu. Ja. Zusammen ist man weniger allein. Ah, oh, schön spratzig. Nice. Das war ein guter Hinweis von dir, Gregor. Ich hätte das gerade nicht gerafft. Ich wäre garantiert. Jetzt bin die Schrotflinte zum Sonst drin. Es ist, weil wir so einen Gelbstich im Bild haben, deshalb. What is it? Es ist aber auch so, ist wichtig, ne? Es ist ein wichtiges Was hast du Best gekriegt? Item. Ein mechanisches Teil. Zylinder. Nee, ist ein Schatz. What? Aber er ist kombinierbar mit irgendwas anderem. Es sieht aus, irgendwo aus, als ob man das für ein Rätsel braucht eigentlich. Total. Was soll das denn werden? Ist wahrscheinlich ein Kunstwerk später aus Zahnrädern. Ja. Okay, hier kann ich wohl den Strom wieder anmachen. Der Kurbel. Nee. Mir fehlt ein Zahnrad. Was haben wir denn gerade geholt? Das ist ein Schatz und kein Item. Ja. Holen wir bestimmt so ein Item, das genauso ausschaut. Gleich. Fast genauso. Ein Zahn weniger. Ja, wird wahrscheinlich da unten sein. Na, ich geh mal runter und guck mal. Irgendwas fehlt noch. Treppe, ne? Ist da noch was? Nee, ne? Dann geht die Treppe raus. Ja, aber hier fehlt doch noch ein Item. Da hinten ist das die Kiste. Da ist das die Kiste da hinten, ja. Dir recht. Hm. Aber wie komme ich denn da ran? Vielleicht hochgehen und dann runterfallen irgendwo? Ja, das ist bestimmt außenrum oder so. Oder kannst du das Licht da irgendwie anballern? Nein, ne? Ja. Wahrscheinlich kommt man da anders hin. Da zum Beispiel. Ah, guck mal. Nee, ach so. Noch so ein Loch. Nee, ist es nicht, oder? Nee. Es ist ein Rohr, es sieht nur so aus. Ist kein Loch? Loch. Mhm. Ich gehe erstmal weiter. Ist ja nicht so, dass wir keine Items hätten. Ach, das genau. Aha. Komischer Mechanismus. Was genau? Und noch so ein Koffer. Okay. Oh, jetzt muss ich wieder zu dem Okay. Baum zurück. Eine Zahnradkokille. Okay, aber es ist wieder eine Abkürzung hier. Das ist auf jeden Fall ein Wort, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich es also jemals jetzt höre. Und jetzt ist es für immer, ne? Oh, jetzt, eine Karte. Jetzt gehört Kokille auf jeden Fall zu unserem Definitiv. Bordschatz. Kannst du mir nicht erzählen, dass du beim nächsten Resident Evil Podcast mir nicht was von dem Achtkant-Crank und der Kokille erzählst? Ich bin mir hast sicher, du sie, das war schon mal sie gesehen? Eine 500.000-Euro-Frage bei Wer wird Millionär, was eine Kokille ist. Eine seelenlose Stahlkokette. Ja, auf dem Times Magazine. So, wo komme ich jetzt wieder raus? Ah, sehr schön. Ich muss einfach geradeaus durchlaufen, dann komme ich wieder. Ah, guck mal, das ist der Gang oben mit den. Guck mal hier, vielleicht führt mich. Nee, von hier bist du gekommen. Das war der Gang mit den Concorn-Tänzern. Komm recht. Jetzt kommen sie raus. Haben wir jetzt hier durch die Wand gebrochen? Ja, ne? Oh, sind da links die ganze Zeit Leute? Die hängen da rum, ne? Jetzt erst. Wie die Borg. Ja, lauf! Du gesagt hast vorher und ich trotzdem erschreckt war. Soll ich jetzt mit dem kämpfen? Nee, ne? Wenn es nicht sein muss, nicht. Nicht. Ja, guck hin mal ein bisschen. Aber jetzt musst du warten, bis du fertig ist, während du kämpfst. Oh, die haben sogar diesen Extra-Arm.
Ach, das ist der Digge. Oh, das ist clever. Das ist super. Perfekt für den. Noch einen. Alles voll damit. Glaubst du, der kann sterben oder kann er nur aufgehalten werden vielleicht? Ich glaube, er ist schon gestorben. Da hat sich das jetzt, würde ich sagen, erledigt. Kann ich die Mini wieder mitnehmen? Ja, ich glaube schon, wenn du in der Nähe bist. Also die zweite ist eben mit hochgegangen. Ich glaube, das ist hochgegangen. Ah, die andere ist mit hochgegangen. Ja, ja. Ja, ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Die waren ja gar nicht so teuer. Ach, nö. Okay, dann haben wir wieder. Wir sind die Einzigen, die haben so ein Mega-Monster überlegt und ärgern uns. Oh, eine Mine hätte nicht sein müssen. So, ey, du hast gerade den Typen mit dem Bohrarm überlebt. Wo fehlte das Zahnrad nochmal jetzt wieder hier durch? Ne? Zurück. Genau, hier runter. Hier unten, kannst du hier nicht auch? Nee, egal. Hier war es, hier war es. Ja, da ist ja schon. Hier. Jetzt geht da hinten die Tür auf mit dem Zahnrad. Ah, ja, klar. Oder der Strom geht an. Ach so, deswegen geht die Tür auf. Das jetzt gut ist mit der Sirene? Ach so. Ach du Scheiße. Das war ja nicht nur einer. Jetzt holst du Nachschub. Shit, Alter. Ich dachte, das wäre so ein bisschen Endboss-Time. Ich dachte, wir könnten... Schieß auf... Genau. Boah, die schießt aber sehr, sehr langsam, ne? Ja. Aber es reicht das? Ich finde, die ist gut. Sie hat mich uns zu ihren Kindern gemacht. Hat uns in diesem Dorf weggesperrt. All die Jahre mussten wir ihr dienen. Ist noch einer? Hast du noch Minen? Ja. Kannst du dir diese Demütigung überhaupt vorstellen? Komm. Komm her, Kitty, Kitty, Kitty. Alter, jetzt lauf doch nicht weg. Hey, Kitty, Kitty, Kitty. Ich bin nicht wie meine Geschwister. Mit einer Mine, dem Typen in der Herren. Baller ihn einmal mit der Pistole an, damit er zu dir hingeht. Frei sein. Weg von der Schlampe. Aber eine reicht nicht. Nö. Oh, ich nehme die Schrotflinte. So viel wie nötig. Sniper rein, ist auch gut. Ja, nee. Oh, sehr gut. Jetzt? Ist immer noch nicht. Ist nicht super stark. Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Starken vertilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan. Wie er auch denkt, das ist jetzt die richtige Situation, wo jetzt hier die ganzen Kämpfe losgehen, seinen Quatsch zu erzählen. Was ist das hier? Okay. Das ist eine Tonnenumgebungswaffe, um ihn aufzuhalten, ne? Brauchen wir nicht. Hier bin ich hergekommen, ne? Mhm. Nein, oder? Doch. Doch. Doch, okay. Guck mal, aber da ist noch die weiße Aufzugstür. In der anderen Ecke, nach hinten links. Ja. Gar kein Aufzug. Oh, achso, Munition ist das, ne? Blendgeschosse. Vielleicht bringen die Blendgeschossen bei denen auch was, ne? Wie bei den Lagers da. Kann ich ja mal machen. Habe ich sie jetzt drin? Ja, ne? Ja. Okay, da geht's. Ja. Die Frage ist, wie lang. Ein Schuss nur. Ein Schuss halten die. Naja. Ja, das ist aber lame. Das kann man die nur verletzen. Also das Gute ist, wenn man ihn immer trifft, quasi, dann bleibst du in so einem. Okay. Dann bleibt man quasi immer am Drücker. Jetzt ist er natürlich zu nah dran. Die hat sich aber ist Zeit genommen. Nein, naja. Ein bisschen Energieverlust. Anja, verpiss dich, Alter. Immer noch nicht tot. Du solltest vielleicht Energie? Ja, mach ich. Ja, aber ja. Der schützt sich immer so ein bisschen mit dem... Ja, das bringt, glaube ich, immer auf seinen Weak Point. Ja, wenn er so macht, gell. Aber das hat gut funktioniert. Also was ich vorher eigentlich sagen wollte, wenn man es schafft, immer ihn genau zu treffen mit einer starken Waffe, dann bleibst du quasi immer am Drücker. Aber es ist nicht so einfach.
Vielleicht findest du eine passende Kokille dafür. Okay, das ist nur ein alternativer Weg, dann. Oh, zwei auf einmal. Rohrbombe, ne? Ja. Oh, wundervoller Moment für eine Rohrbombe. Lass uns das alle genießen. Ist er tot? Ja. Ja, hast du auch genau in die Mitte. Der eine, komm. Der ist noch da. Direkt in den Finger. Hierher gekommen? Ja. Ja, bist du. Ah, neue Mine. Das dann? Glaubt ihr, das gehört immer zu dem Propeller, den er jetzt auf dem Kopf hat? Sind die Reste, die nicht gebraucht wurden. Oh, da kommt einer durch. Da kannst du mal schön so ein da Mine legen vielleicht. Der zwei? Jetzt hat er zwei. Ein Arm ist nicht genug. Ich mal die Magnum nehmen. Mit ja, zwei für einen Schuss vielleicht? Nee, ne? Oh, Magnum würde ich mir noch aufbewahren. Hast du ja gut wegbekommen mit anderen Sachen. Schuss, ne? Aber okay. Ja, du hast doch zwei Legeminen noch. Oh, hinten. Ah, der ist auf dem Rücken. Ja. Nice. Oh, du hast ihn. Okay, na gut. Ist ein bisschen enttäuschend. Oh! Ey, wie Onkel Gertrudes, Tante Gertrudes Gulasch, wollte ich sagen. Ey, das ist aber auch irgendwie, also die Kämpfe machen schon Bock. Ja. Es ist nur ein bisschen zu einfach geworden, kann das sein? Oder ist das nur, weil der Fabian am Pad ist? Das liegt natürlich auch daran, schön, dass du das sagst. Wir sind einfach zu stark mittlerweile. Wir sind sehr stark schon, tatsächlich. Bescheidenheit ist deine Ziel. Ja, aber überleg mal, wann wir das letzte Mal wirklich ernsthaft so einen Trink gebraucht haben, das echt irgendwie. Also okay, jetzt sind wir wieder, wisst ihr, wo wir sind? Da geht's wieder zurück zum Duke und das ist der Fahrstuhl, der jetzt funktioniert. Also dieser Plattform hier. Stimmt, der war am Eingang da, in der Nähe. Lohnt sich's nochmal zurückzugehen zu Duke? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, dass man das früher oder später sowieso wieder vielleicht ein Upgrade kriegen wir schon. Soll ich? Nö, mir ist egal. Ach, brauchen wir, glaube ich. Ich wollte nur sagen, wir würden eins kriegen. Aber es ist doch jetzt so easy. Ja, aber das ist der Fabian kriegt das locker hin. Na klar. Problem, jetzt kommt Propeller her, da macht er den halt platt. Der wird ihm die, wie heißen die einzelnen Dinger? Die, heißt es ein Propeller? Die Propels. Ein Propell, zwei Propels. Ich glaube Blätter, hätte ich jetzt gesagt. Die Blätter, Propell, Blätter. Blätter, ja. Ah, nee, ist ein anderer. Ist er nicht, aber. Aber hier, Legebatterie. Der dritte hat garantiert drei von den Dingern. Wart nur ab. Aber an welcher Stelle ist der dritte? Das ist die Frage, ne? Ja, an der Nase. Ich denke auch. Die haben den Kopf genommen. Sicher ist sicher. Na komm. Vielleicht reicht das sogar schon. Die Minen, das ist schon so ein richtig schönes Ding. Ja, komm, egal. Oh, das war's. Nein, doch. Nee. Oh, bitte. Trifft er mich tatsächlich nochmal? Nee, war es nicht. Boah, komm. Nee, der wartet drauf. Der wartet noch, auf jeden Fall. Wartet auf den Schuss von hinten eigentlich. Alter, das gibt's doch nicht. Naja, man muss halt eigentlich auf den Ausknopf hinten schießen. Ist wahrscheinlich irgendwie so, dass du die Hälfte der Munition dann machst, wenn du den hinten immer triffst oder so, ne? Ja, aber es bleibt ja ein bisschen spannend, wenn wir ein bisschen Munition unnötig verballern. Ey, was für ein Fuchs, der macht das absichtlich. Ich auch.
Wir brauchen keinen stinkenden Rückenschuss. Ja. Wir machen alles von vorne. Von vorne. Bei uns zieht die nur von vorne. Ey, das ist so eine seltsame Türöffnung, aber ich akzeptiere es. Kannst ja nur einmal aufmachen. Okay, tschüss. Ob hier Blocken überhaupt was bringt? Wahrscheinlich nicht. Oh, eine Handvoll Finger hat er ja noch. Ein, zweimal, ja. War's das? Kommt der jetzt? Oh, der kommt hinterher! Ich weiß nicht, ob er da durchkommt. Der, meinst du nicht, dass der? Ich probier's jetzt einmal, ja, wenn wir sterben, ist ja nicht so schlimm. Nee, der scheint ja wirklich nicht durchzukommen. Okay, okay. Kommt er nicht durch? Das war aber viel zu kurz jetzt. Sind wir eh wieder da. Nee, sind wir nicht. Sah nur so aus. Sind nicht durch. Aber das funktioniert ja jetzt wahrscheinlich hier. Ja, drück mal auf den Kippschalter auf der Seite. Da. Was machst du jetzt? Okay. Ach so, ja, okay, hat man vergessen, ne, dass der da drin sitzt. Sag mal, Junge, kommt der mit PR und irgendeinem Marketingplan? Also du kannst ihn je nach Stockwerk dann mit dem Aufzug hoch und runter fahren, wenn du es einmal... Ja, wir sind jetzt ein, zwei da oben. Soll ich etwas für dich auswählen? So, oh, schön 20. Oh, geil. 38.000, ja, ein oder zwei. Das behalten wir. Ja, den mechanischen noch nicht. Ethan? Gibt's da was Geiles? Ja, es gibt halt noch neue Teile auch für die V61. Erstmal die Upgrades. Die Pistole, die wir nicht haben, glaube ich. Ja. Ja. Aber wir können ja zumindest die Shoddy ein bisschen upgraden jetzt, ne? Boah, oder willst du sparen auf die? Für die Magnum kostet 100.000. Wir müssen nicht alles kaufen. Das stimmt. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten gegen eine kleine Gebühr. Verstehen. Aber das ist so eine gute Flinte. Ja, guck mal, Magazin kriegst du ja mindestens noch runter. Ja, Magazingröße und Nachladegeschwindigkeit könnte ich ja auch mal machen. Ja, mach das, mach doch beide. Besser als nur eine. Diese sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Okay. Das war's schon. Hals- und Beinbruch. So. Meint ihr, wir schaffen in der Folge noch die Fabrik? Keine Ahnung. Für? Also, gefühlt haben wir eine Weile hinter uns. Liegt noch einiges vor mir. Wenn du, ja, wenn du das alles noch machen musst jetzt, ne? Dann nicht. Aber so ein Zwischenboss, glaube ich schon. Ich will den Propellermann holen. Das sieht so ein bisschen aus, als ob das Spaß macht da mit dem Karussell. Ja, oder irgendwie gemütlich. So möchte ich gerne zur Arbeit. Ja. Auch so mit Anziehen, wie bei den Jetsons. Einfach das komplette Programm. Oder ich denke gerade, obwohl das hat sie eh von Batman geklaut, aber kennst du noch die anderen Ghostbusters, die auf Tele 5 gelaufen sind, mit dem sprechenden Auto, mit dem Geist vorne drauf und dem Affen? Ja. Real Ghostbusters, so wie die hießen. Waren kenn ich aber real? Auch nicht. Außer halt, ich bin hören sagen. Let's. Die sind ja auch da runtergerutscht und wurden angezogen und alles. Ja, war das in dieser, ja. Das ist mein Traum. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Oh, ja, Hex. Gott. Ich muss sie vernichten. Was ist das? Er kommt nicht um die Ecke. Sowas von egal. Ist das überhaupt ein Gegner? Ja, ne? Alter, was macht er denn da? Was macht er denn da? Ja, der hängt fest. Ich heile mich mal eben. Hört. Ein bisschen Angst, dass der mich einmal treffen wird, ne? Mach den mal auf. Umräum den mal großflächig. Ach, der arbeitet. Der arbeitet da gerade. Man at work. Er denkt wahrscheinlich, er baut den WoW Gold ab. Alter, das ist doch nicht. Weiß. Ach, sind das diese Farmer, diese WoW Goldfarmer? Das sind die Goldfarmer. Wir sind wahrscheinlich irgendwo in China. Da noch einer. Siehste, 4G, 4G. Oh nein, ein Schwein, ein Orkschwein greift mich an. Herr Ma, ich bin auf 5G gestoßen, auf eine Ader. Okay, die Schrotflinte ist einfach dramatisch viel besser jetzt als die Pistole. Stimmt, wir brauchen noch mit der alten Schotti sehr viele Schüsse, ne? Ja. Für die hier. Ah, der Knall. Oh, ein Käfig. Ich hoffe nicht, dass der Typ da seine Pistolenmunition gefüttert hat. Komm, switch mal schön für mich. Guck mal, was für mich.
Jetzt sind wir wirklich am Arsch. Geiler Riesenbohrer. Soll ich die töten oder lassen? Töten natürlich. Natürlich, da liegt ein Diamant da vorne. Ich könnte auch einfach dadurch die Stadt. Ja, dann mach doch das mal. Warum nicht auch mal so? Haben wir selten gemacht. Du musst aber, glaube ich, hier nochmal hier. Gut. Und da sind bestimmt noch mehr Items hier. Am Ende entscheiden die Items. Da war, glaube ich, sogar immer noch was. Oh, super! Oh. Da sehen wir endlich mal das Blocken. So. Alter, ey. Der Fabian, der macht's wie ich auf Twitter. Zack, Mann! Ach so. Ich dachte, da wäre noch was. Das war der Schließen-Prompt. Das ärgert mich gerade, dass ich jetzt gemerkt habe, dass man die wieder schließen kann. Jetzt würde ich gerne mal das ganze Spiel zurücklaufen, gucken, ob wir alle Schränke wieder zugemacht haben. Du ganz zum Anfang zurück, dass du die Schränke wieder dicht machst. Ganz wichtig. Könnte ich hier noch so einen Diamant rumliegen? Weil einen hast du ja auf dem Boden. Wenn, dann vielleicht an den Wänden. Ja, ich gucke auch gerade, aber... Kommen wir da hoch? Nein, ne? Ach, wir gehen weiter, oder? Ja. Ja. Uff. Ist nix. Okay, jetzt kommt der Propellermann bestimmt gleich wieder. Ja, es deutet sich so an, wenn es so eng wird, der Weg. Ist auch wieder sehr Evil Within. Müssen noch die Typen mit dem Tresorköpfen da kommen. Was ist das hier? Also du wirst nicht getroffen von dem Gedöns hier, oder? Nee, ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht. Ich würde es jetzt aber nicht ausprobieren. Uff. Der Rocketman. Rocket Launcher und Krabbenköpfe. Also wird ja immer komischer. Die haben wie so ein Skynet, so ein Flieger auf dem Kopf. Ja. Okay, oh, der hängt. Hab ich denn hier das ein? Ich glaube, der hängt. Oh, der kommt. Oh. Hast du noch Minen? Ja. Jetzt fehlt ja noch eine. Ja, jetzt musst du aber auch ein bisschen Dynamit noch nutzen. Oh! Mit seinem Mörder-Dash. Ja, reicht mehr, das? Mehr. Nein. Jetzt dabbt er auch noch. Ja, damit du schön nicht schießen kannst. Super. Oh, wie unfair jetzt! Okay, und der andere wartet. Das snappt. Kommt nicht durch, sehr gut. Ja, was soll ich denn da machen, wenn er so gar nichts. Nee, ne? L1. Kannst jetzt auch noch so ein Ding. Was ist denn jetzt? Oh, wie unfair. Oh Gott. Denk, du hast Energie. Du musst. Ja, ich hab mich jetzt einfach. Ja, aber du hast noch mehr als genug. Position. Ah, so. Halte ich noch nicht, wir sind jetzt bei 5, 6 von den hier C4 oder was? Nee, was ist das? Ja, Rohrbomben. Oh. Du machst es aber auch spannend jetzt nochmal. Wo ist der eine explodiert? Und? Oh. Okay, den Rest kriegt er mit der Schrotflinte jetzt. Die sterben aber auch schon sehr befriedigend, finde ich. Mehr davon. Ich würde das genauso machen, ne? Sagst du jetzt so, ich bin ja eh schon abgenippelt. Tada! Wenn schon abtreten, dann wirklich mit sowas, finde ich. Mit Geschmack. Wahrscheinlich haben die gar nicht selbst die Entscheidung, sondern fest einprogrammiert. Ja. Leben kriege ich mich nicht. Boom. Jetzt kommen noch mal 5. Aber geht da an dem Schrott einfach vorbei. An welchem Schrott? Da war eben ein bisschen Schrott. Hast du recht. Rostige Reste, ey. Wenn ich deine Mama mäste, nehme ich dafür rostige Reste. Ist das von Jan Delay? Nee, ist von hier, Hannes. Nur Essensreste. Ich hab's schon leicht paraphrasiert. Hast du es gemacht.
Jetzt reicht aber der Level auch, muss ich tatsächlich sagen. Jetzt hätte ich gern was anderes, ne? Ja, stimmt. Wird jetzt auch mal Zeit. Okay, hier komme ich jetzt wohl offensichtlich nicht durch. Ach. Darum müssen wir das abschalten. Ich kann euch auch sagen, wie das geht. Durch die roten Pumper, ne? Musst du abschießen. Ah, okay. Höher? Ich muss mir ein bisschen mehr Mühe geben. Das ist so eine interessante Technik. Hätte ich schon mal von weiter unten anfangen müssen. Was soll das sein? Diese Röhren-Dinge. Lampen? Aber es ist auch genau, wenn, dann wären es ja Lampen, aber es ist ja nur die Anzeige und nicht das, was es antreibt. Es wirkt, als wären so Energielampen, die man ausschießen kann. Und dann ist kein, ey, der ist ja in der Mitte noch was, geil. And it's done. War's das? Geh mal zur Seite, lieber zur Sicherheit, ne? Bevor das da runterkommt. Ja, ich bin ja jetzt, das könnte ja nicht. Also jetzt gerade. Okay, jetzt kannst du zumindest hoch. Oh, wenn das Ding mal nicht angeht. Ah, doch nicht, okay. Ich geh mal lieber runter. Na, ja, klassischer Ausgang, würde ich sagen. Jo. Der Fabrik. Ah, Soldat-Jet. Ein Jetpack und Kopfstabilisatoren. Langstreckenflüge sind nicht möglich. Gut, dass es geschrieben hat. Panzerung zu schwach gegen stärkere Einschläge. Alles klar. Da liegt nur was drin. Gar nichts. Nee, doch, Chemikalien. Na, ich höre ihn doch schon. Uff, der hat eine Party. Jetzt equip ich mal den hier wieder da. Du bist auf Blend übrigens gerade, ne? Uiuiui. Oh, falsche Waffe dafür. Noch mal schnell, die Waffe gewechselt vorher. Ich hab Menü extra auf den Dialog gewechselt. Alter. Oh. Oh, oh. Voll die... Das war der starke Arm der Götter oder der rechte Arm der Götter mit Jackie Chan? Ja. Ui. In dem Windkanal. Fuck, das ist auch eine gute Szene. Echt gut. Die Szene ist wirklich so fein gut. Okay, alles hergestellt. Nicht runterfallen, ne? Wo geht's denn hier lang? So. Das kann doch nicht so gedacht sein. Also ich meine von der... Vom Layout der Fabrik her. Ja, wo soll denn die Leiter hier hinführen? Ja, wirklich. Und dann das, ne? Das ist von vorne bis hinten alles sehr, sehr komisch gebaut. Also heißt, man darf nicht drüber nachdenken, was für eine Logik in dieser Fabrik, wie was. Und geht das Ding jetzt noch nach hinten auf, oder was? Ne, okay, ja, immerhin. Okay, immerhin. Oder liegt noch was? Mhm, ich sehe es gerade. Und ein Aufzug. Nicht mehr lange und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit Rose. Hilfe, kann ich Miranda töten? Und du sagst, ich darf mich jetzt nicht heilen, Gregor. Wie bitte? Ich darf mich nicht heilen. Du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Du bist ja noch auf Gelb, ne? Oh, eine fucking Kukille. Oh. Ah, aber der jetzt muss ich echt da nochmal hin. Die Pferdetür. Achtung, hier. Ich denke auch, wir werden gleich noch
eine Abkürzung finden, glaube ich schon. Ja, da war noch was. Naja, wahrscheinlich komme ich jetzt einfach wieder zum Fahrstuhl mit dem Angler. 100 Pro. So richtig Backtracking war es ja bisher eigentlich wirklich nicht. Nee, nö. Die Hubwelt. Aber es führt wieder kreismäßig herum. Du holst sogar den Fahrstuhl da hoch. Jetzt hat Fabian den Schrank offen gelassen. Alter, gut, dass du es sagst. So wichtig scheint es ja wohl nicht zu sein. Sollen die Leute denken, unaufgeräumte Taschen. Wenn Gregor es nicht angesprochen hätte, wäre es keinem aufgefallen. Doch. Also ich hätte es ansprechen müssen, nachdem die Session vorbei ist, damit es dich dann geärgert hätte. Ja, hätten wir sie nochmal neu aufgenommen. Kommt der letzte. Stopp. Okay, hier brauchen wir... Hier kannst du den gleich machen, ja. Ja, dann brauche ich den Schlüssel. Das heißt, ich fahre jetzt einmal wieder ganz runter und da war dieser Raum ja gar nicht so weit weg. Ja, das ist in den untersten Stock, ne? Ja. Ja, aber ja, freigeschaltet hast du den ganz oben, aber... Sieh dich in aller Ruhe um. Der kann weg, das kann auch weg. Das kann auch weg. Der Zylinder noch nicht. Warten. Nee, brauchen wir noch. 38.000. Zu hungern. Hm. Auf die andere Handgun hier für 120.000 sparen wir wahrscheinlich nicht mehr, ne? Nicht jetzt. Brauchen wir nicht. Erstmal. Noch was aufrüsten? Ich will vielleicht noch warten, die Feuerkraft wäre cool, die noch mal höher zu machen, ne? Stimmt. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Okay, wir sind im B1. Okay. B3. Stimmt, wenn es nach unten ist, fahren wir hoch damit. Während der Fahrt bedient er mich wohl nicht. Der hat Motion Sickness. Kann er nicht so quatschen. Aber er lässt einen Abgleich. Ja, wirklich, ich glaube auch. Sehr so leise und tödlich. Okay. Ich glaube, ich kenne den Weg noch ohne Karte. Oh nee. Aber warum ist jetzt auf einmal dunkel? Ziemlich dunkel. Ja. Ethan, ey. Was würden wir ohne deine Kommentare machen? Die vielen Weisheiten würden uns entgehen. Wie zum Beispiel, was ist das? Mhm. Oder auch, es ist zu dunkel. Vielleicht kommt das Riesenbaby jetzt nochmal. Oh, das wäre super lustig. Aber mit dem Propeller auf der Nase. Ich finde total wenig von dem Propellermann bisher. Der war doch voll der geile Gegner. Wie kann man den so wenig behandeln? Das ist nur ein Einzelner. Der ist easy. Der hat nicht mal zwei Bohrköpfe. Alter, wird nicht mal zurückgeworfen, der. Schnell, mach es. Mach das jetzt. Mach das jetzt, bitte. Entschuldigung, wollte ich nicht hetzen. Alles aber gut. So. Da hab ich mir lieber einmal zu viel gesagt. Ich glaube, der andere Weg war es, ne? Der andere Weg? Ja. Aber da rechts war gerade. Egal. Genau, da rechts. Und dann. Ja, war? Hier links. Nein, ganz kurz. Nee, da ist ja nichts. Okay, hier links. Ich will nur einmal wissen, was es war. Okay, ich hilf mir doch ganz kurz nochmal. Geh mal einmal nach links. Da war. Okay, das war das Licht. Okay, Entschuldigung. Das war ein Schrank, wo ich glaube ich schon mal. Da war es der Schrank. Mach ihn nochmal. Aber jetzt kannst du ihn zumachen. Siehst du, so haben wir alle was davon. Das Schicksal. Hier links runter. Und dann musst du einmal um den Kreis rumherum gehen, die Treppe runter. Hier ist doch schon noch einer, ich höre es doch. Da ist immer noch übrigens Flashbangs drin, ne? Flashbangs? Mhm. Jetzt hast du Boah, was, wie unglaublich wenig die sich unterscheiden, diese Symbole. Wo? Ja, wo? Wie viel? Hinter dir? Vor dir? Da. Da. Das war aber rein. Nein? Ja. Granaten sind ja nicht schlecht gegen die. Das lohnt sich. So, jetzt sind wir wieder hier. Soll ich jetzt auch hier unten noch die Tür aufmachen? Ja, klar. Das hast du dir verdient. Unten, dann oben noch. Ach so, wegen Zeit meinst du? Ja, stimmt, wir sind schon wieder am Ende. Ja, ich glaube, wir müssen schon jetzt in der Folge noch fix so weit machen, dass ich nochmal abgespeichert habe. Das heißt, ich gehe mit dem Schlüssel noch wieder zurück nach oben, dann speichern wir und dann darf einer von euch beiden die Fabrik wahrscheinlich in der nächsten Folge abschließen. Ich weiß gar nicht, wer von euch jetzt dran ist. Ich glaube, wäre dran, wieder dran sein. Leider dran.
Hier war die Tür. Hinter mir. Genau. Musst du einfach durchlatschen, ne? Da ist sie. Und oben gab's noch eine zweite. Da steht links schon wieder so ein Dude. Ich bin sehr gespannt. Steht da? Nee, nein, ich meine, wenn du reinkommst. Ja, die andere Tür ist ja ganz oben. Das ist wahrscheinlich der Ausgang. Ach so, Johnnies. Das ist doch langweilig. Ich benutze mal die Pistole für die. Wir können die sonst gar nicht mehr gebrauchen. Ja, du hast wirklich noch sehr viel Schuss. Ja, aber dann baller einfach drauf, komm. Ach. Ja, so habe ich das gern. Mal schön Verschwenderitis hier. Du hast das. I like. Ey, das war gar nicht schlecht. Du hast vielleicht 4-5 Mal daneben. Reicht ja, doch. Man schießt halt. Ah, okay. Ist das eine Kurbelwelle oder was soll das denn sein? Zylinderwelle. Ah! Heisenbergs Hammer ist. Heisenbergs Hammer. Ich dachte, damit bezeichnet er was anderes. Okay, that's. Aber hier ist noch ein Raum, ne? Daneben. Jetzt kommst du da. Siehst du nicht sogar, da ist in der Wand so ein kleines braunes. Siehst du den Strich? Da, rechts. Da? Genau, genau. Ich guck mal kurz. Ah, komm mal, weil die, ach, das die Tür da wäre. Aber hier, was ist denn hier mit dem Schalter? Wofür war der denn? Geh doch mal hin, vielleicht. Soll ich da nochmal hingehen? Aufmachen. Wir riskieren halt, dass wir hier jetzt noch ein paar größeren Gegnern halt auch Gegnern auf dem Weg dahin. Ist doch okay, Mann, mach doch einfach. Oh, muss ich das da wenig muss der nee, Simon nicht machen. Dahin oben durch. Wieder. Oh, oh. Hey, lustig. Ach, endlich mal wieder Dietrich Time. Dietrich. Was war das? Was war das? Munition. Ja? So Runen. Na ja, gut. Okay, geradeaus durch und dann oben nach rechts. Stimmt, da hinten waren wir gar nicht eben. Okay, der Raum ist leer. Ah, es war der Raum, wo der Typ gesessen hat, ne? Es ist nicht hier, sondern. Irgendwo, ah, guck mal, ja. Der Strom war vorhin aus und jetzt ist er aber an. Ne? Da konnten wir nicht durch, weil der Strom aus war. Ja, das sieht ja gesund aus. Oh, da sind mehrere von denen. Okay. Ah, da war was hinten links. Ob sich hinten das jetzt lohnt, ey. Weiter noch, Entschuldigung, du musst. Nein, da hinter dir! Na, ich mach's jetzt. Ja, mach das. Ja. Ja, wirklich wenig überraschend. Ah, shit, der hatte vielleicht noch seine Pause. Ja, der I-Frames. Das reicht aber, ne? Ah, das war nicht nötig. Ach nee, das war gar nicht der Granatwerfer. Stimmt, das war die Selbstzerstörung. Okay, das ist für die Magnum. Oh, ein langer Lauf. Das gefällt dir, ne? Ich nehme die langläufige. Oh, nice. Operationsprotokoll Wiederbelebung. Das ist mein 18. Versuch. Okay, was gibt's hier noch? Oscar, Stalljunge, 20 Jahre alt. Viel betrunken in einem Brunnen. Körper in gutem Zustand. Haben alles. Ach so, ja. Muss da in der Nähe bleiben. Wollt ihr das hören? Ja. Es war offensichtlich genau das Richtige, den Meta-Albumin-Anteil im synthetischen Operationsprotokoll. Oh, jetzt fängt es leider von vorne. Oh. Das ist mein 18. Versuch. Objekt ist Oscar, Stalljunge, 20.
20 Jahre alt. Viel betrunken. Mitten in einem Brunnen. Körper in gutem Zustand. Brustkorb geöffnet. Entferne Herz und lebenswichtige Organe. Implantiere Kontrollgerät. Ausgezeichnet. Kado haftet sich an das Nervensystem an. Schnellere Verarbeitung als zuvor. Es war offensichtlich genau das Richtige, den Meta-Albumin-Anteil im synthetischen Blut zu erhöhen. Leite jetzt Strom durch den Hirnstamm. Spannung 6600 Volt. Na los, man muss es klappen. Ach, das ist das. Ja. Ah. Ja! Sein Frankenstein-Moment. Großartig! Meine Kreation! Endlich! Endlich krieg ich dieses Miststück dran! Protokoll Ende. Und wir sagen, wir machen an der Stelle hier auch Ende für die Folge. Jetzt haben wir das abgesucht und du, Simon, fährst dann wieder hoch und guckst, was hinter der anderen Pferdetür ist. In der nächsten Folge? Jo. Ja, da ich sehe schon wieder, der Endboss bleibt an mir hängen. Voll Bock. Ich freue mich drauf bei der nächsten Folge. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Mit seinem Schlüssel. Oh. Ich dachte erst, hä, worauf willst du denn jetzt mit dem Pferd hinaus? Da war, schöne Überleitung, Gregor. Da war ein Reim drin, da war eine Referenz auf das Let's Play drin und es war scheiße. Ja, aber das, alle drei Dinge, die einen Kolumn machen. Ja, scheiße ist besonders wichtig. Ja. Doch zum Foreshadowing, dass wir wirklich den Schlüssel noch brauchen oder wir haben ihn jetzt und wollen ihn benutzen. Mhm. Wenn man Darth Vader bei Kick bestellt oder so. Ich hab das eben gerade bewundert, wie geil das aussieht. Also schöner Aufwand man, drin, ne? Oder? Mit dem ganz groben Tacker einfach mal zusammen, das hält schon. Ich meine, es ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Ich würde gerne mal sehen, wenn Dr. Frankenstein auch Schönheitschirurg wäre, ne? Der immerhin dann so schöne Kurven oder so da reinschneidet. Aber hier ist es ja so getackert immer, ne? Ja, wenn er einfach mal sich Mühe geben würde. Ja. Wenn er bewertet wird am Ende. Wenn er es auf Amazon verkaufen muss, eBay. Mach so. Ausrufezeichen hübsch in den Chat. Schau mal das hier. Du hast recht gehabt, Simon. Ah, cool. Und was Dietrich? Was? Dietrich, Dings. Ach ja, den muss man da benutzen, okay. Noch ein Dietrich? Quarz, ach, Goldquarz oder irgendwas. Geld, whatever. Gibt's sowas überhaupt? Ja, egal. Okay, wir fahren wieder nach oben und da ist die zweite Pferdetür gewesen. Genau, hier durch diese Tür zu deiner rechten, glaube ich. Zur rechten? Ja. Okay. Also die meinst du? Genau, da kommen wir wieder zurück zum. Und da war ja dann nochmal so eine Pferdetür. Ja. Hier dürfte ja eigentlich keiner mehr sein, weil ich bin den Weg ja eben auch schon mal abgelaufen. Ja, ist ja erledigt, ne? Aber hast du nicht ganz am Anfang einen hier irgendwo mal übrig gelassen, der noch rumstromert? Ja, das war aber in der ganz hinterletzten Ecke. Das macht dir nur, weil ihr mir Angst. Oh, da kommt was. Irgendwas ist da. Siehst du? Das, Alter, ich gebe euch. Alter, was geht denn da? Ich krieg das Pad und sofort kommen die dicksten Gegner, die es gibt. Haben wir noch. Aber ich bin vorbereitet. Was denn? Achso, Minen. Ich habe keine, aber könntest vielleicht eine herstellen? Ich gar nicht so schlecht, nochmal schnell eine basteln, weil die Minen sind schon ziemlich cool. Ah. Vielleicht nochmal Energie. Hab ich jetzt cool. Noch eine naja, Schüsse ist vielleicht nicht so gut. Okay. Ich mache jetzt erstmal eine Mine und danach das Dynamit. Ja, dann hast du ihn eben aufgehalten. Kurz Frage, wenn ich jetzt ausrüste, ist es dann L1, R1? Nee, nur ganz normal wie L2 drücken zum Zielen und dann ablegen. Ach so, L2. Okay, ich dachte, ich muss es nochmal special. So. Hammer. Das ist eine schöne Pause. Du musst noch mal ausrüsten. Das Gute ist, du hast glaube ich, schon ordentlich Armor abgesprengt jetzt. Ah. Ja, geil. Okay. Das ist ein guter Moment jetzt, glaube ich. Mhm. Rabatz, Junge, und direkt vor mir kniet er nieder. Was macht der bußfertige Mann? Er fliegt auf die fucking Fresse. Super gut, super gut. Was denn? Okay. Perfektes kristallines Herz. Was haben die mit diesem kristallinen Zeug hier in dem Spiel, dass die alle so komische Überreste hinterlassen?
Das ist alles diese Pilzsuppe. Genau. Da hätte ich mir jetzt auch so erklärt, dass sowas von der Kern. Ich fand immer. Helft mir kurz nochmal bei der Orientierung. Da war ich geradeaus weiter. Richtung, ja. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die sich von meinen letzten Sessions getriggert gefühlt haben. Es gab sehr viele negative Kommentare. Es tut mir leid, ich versuche ja besser zu spielen. Ja, du hast doch voll gut. Naja, ich sage ja, es war nicht optimal. Es tut mir ja auch leid. Es ist nur halt, ich spiele es blind und wir spielen es alle auch hier in besonderen Situationen. Oh, wieder einer. Zum Spaß, ne? Hm? Nicht, weil wir die besten Resident Evil-Spieler sind. Wir spielen es aus Spaß. Natürlich nicht. Gute Pause. Sehr gut. Jetzt kommt der, ja, der Versteck. Die Shotgun ist ganz geil, oder? Ich mag die sehr. Wenn man da jetzt noch die Geschwindigkeit... Ah, shit. Ich hab doch gerade... Voll dumm. Zweimal voll dumm daneben geschossen, Mann. Okay. Jetzt muss ich kurz überlegen. Du kannst eine Granate probieren jetzt. Die ist zumindest geladen. Ist doof, ne? Ich würde eigentlich gerne an ihm vorbei einfach laufen jetzt. Ja, hat auch geklappt. Gut. Das würde auch gehen. Oh. Alles wieder verkackt. Obwohl, habe ich noch hinkriegt? Nee. Okay, das war's. Was denn? Naja, ist nicht. Nee. Aber der hinterlässt bestimmt nochmal einen schönen Schatz. Muss da einfach aus der Wand kommen. Ja, komm. Hab ich noch? Nee, hab ich gar nicht mehr. Okay, dann. Ja, wieso? Das würde ich auch machen. Was denn? Ey, wir haben so viel von dieser dämlichen Pistolenmunition. Aber du hast recht, man muss es ja auch nicht übertreiben. Und der aber das war so dieser Ballern, bis die Waffe drei, viermal schon klickt. Klack, 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 klack. Und dann kommt jemand und nimmt so langsam die Waffe. Nur haben wir hier niemanden. Madame, Sie sind auf der Kirmes. Ja, okay, gut, sieht gut aus. Soll ich etwas für dich auswählen? Nein! Habt ihr einen speziellen Wunsch oder einfach die Flinte? Guck doch mal, wie viel Kohle wir haben. Du hast ja auch wieder so kristallines Zeug jetzt. Zu hungern heißt zu leben. Geil. Richtig. Und der Hammer. Hammer auch. 40. Okay, das geil. Gut. Davon 160. Oh, jetzt könnten wir doch noch die beste Handgun kaufen. Auch. Ja, was will ich jetzt nicht mehr machen? Ja. Ey, wenn du... Nö, wahrscheinlich. Wenn ihr sie wollt... Kaufen wir sie. Ja, das nicht, ist ne? Unsere alte. Nee, ich mein ja die. Nur ist es eine Handgun oder ist es eine Uzi? Es steht Pistole. Okay. Aber das ist eine Uzi, die macht so wir nicht, ne? Dann lass uns lieber... Ich würde lieber die Shotty, ehrlich gesagt, upgraden als ja, die. Ja, ich auch. Ich habe auch lieber... Heilung vielleicht noch kaufen. Alle. Eine interessante Waffe. Oh, das war's schon. Na gut. Ich mache erstmal die Upgrades, aber ich kaufe gleich noch ein bisschen... Ja. Extra Kram. Habt ihr hier? Nee, ne, die Pistole sparen wir uns. Machen wir die Flinte. Ja. Überlass das mir. Oh, das ist so schön, Leute. Kein schöneres Gefühl auf der Welt. Gut jetzt. Zwei Upgrades auf einmal ist das Beste, was einem passieren kann. Beachte mich gar nicht. Ja. So. Okay, dann komme ich das hier. Das war so hilfreich. Freust du dich drauf, es auszutesten? Brauchen wir vielleicht noch Munition? Nee, auch nicht, ne? Na, Shotgun würde ich, wenn überhaupt, nur kaufen. Für die Pistole wahrscheinlich. Für 7 Schüsse ist doch okay für 7.000. Ja. Nur noch 5. Nur noch 5 war der. Ach, toll. Aber der Feinkostladen ist wahrscheinlich für immer durch, habe ich das Gefühl. Jetzt brauche ich noch mal wegen eurer Orientierung kurz eine Hilfe. Fahrstuhl und dann B1? Ja. Ja, genau, da war der Gefährdetür. Ich würde echt gern mal... Na, warte ich auf den Endgegner. Ich würde es halt gerne mal probieren mit dieser Blend-Geschichte hier. Die muss doch einen richtigen Nutzen haben irgendwo. Naja, ein bisschen was hat sie ja eben bei denen auch gebracht. Da ist die Tür auch gleich. Zweimal der gleiche Schlüssel. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Na, wer denn wohl?
Weil mittlerweile bin ich ja echt dran gewöhnt. Ja, Sturm. Habe eine billige Propellerturbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. Der Modell stürmt fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Super lustig, weil der Gregor sowas schon spekuliert hatte. Von vorne durch nichts zu bestätigen. Allerdings hat der Depp es fertiggebracht, sich am Propeller seine eigenen Arme abzusägen. Außerdem, auf ganzer Linie ein Misserfolg. Oh Gott, oh Gott. Ja, vielleicht eine neue Tagline für Rocket Beans. War ein Schrank hinter dir? Ein Schrank? Warte mal kurz. Das, ne? So, blitzeblank den Schrank leer gemacht. Hast du ihn noch wieder zugemacht? Soll ich? Ich tue alles, was ihr wollt. Mehlsäcke wieder oder sind die. Nee. Nur Säcke. Was? Da ist er. Uff. Mine? Boah, ist der. Falls du den überhaupt bekämpfen kannst. Ich frag mich gerade, ob der da überhaupt jetzt so besiegbar ist. Also oder einfach weg, so ein Weglaufding ist. Mann, ich hab keine Zeit für diesen Scheiß. Ja, okay. Oh. Oder auch nicht. Mine? Ja. Ja, dann fange ich nämlich erstmal so ein Ding jetzt. Ah. Ey, ey! Ich wollte an ihm vorbei, aber es ging nicht mehr. Er räumt selber die Wände ab außenrum. Oh. Ah, komm. Okay, das war okay. Gut. Musst du einmal an ihm vorbeikommen. Oh shit. Sackgässchen. Nee, das ist auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite! Eiks! Okay, da kann man nicht sagen. Umgerannt. Ja, von vorne nicht besiegbar, hat er gesagt, ne? Ja, ich muss warten, also einfach gar nichts machen. Oder vielleicht hier gucken, ob ich ihn von hinten bestimme. Ah ja. Hast du gesehen? Geil. Das ist diese Überhitzung. Ich glaube, du hast ihn schon ganz gut beschädigt. Sieht auf jeden Fall so aus, ja. Nanu? Wo ist er? Ist der da durch? Ist der da durch? Oh. Was ist das mit dem ab, Alter? Da kommt er nicht alles durch. Soll ich mal schießen oder einfach nur warten? Ich glaube, du musst ihn schon killen. Mann! Jetzt war natürlich richtig dumm gerade. Yikes. Ich hatte die ganze Zeit keine Muni mehr und dachte, ich hab Ziel nur irgendwie falsch. Hab ich ihn? Nein. Mhm. Ah, aber ich muss doch hinter ihn. Oh. Okay. Schießt ein bisschen langsam, ne? Ja, aber das kann man ja tatsächlich verbessern. Ich nehme an, ein bisschen Verbesserung muss ja auch sein. Okay, rennen. Ah, na, beinahe! Es ist so kacke. Du kommst nicht hinten an den Rand wegen dem Propeller, ne? Okay, keine Shotty mehr. Ach, okay, ich hab irgendwie aber auch. Ich habe das Gefühl, ich habe ganz falsche Waffen gerade. Die Waffen gerade falsch benutzt. So ist es richtig. Komm, renn. Hauen.
da. Boah. Wo kam der da auf einmal? Jetzt aber. Ich meine, es ist eigentlich nicht so schwer, ne, wenn man irgendwie ein bisschen Geduld hat. Das ist meine größte Bürde. Ich weiß nicht genau, ob es was bringt, wenn man ihn so frontal auf den Propeller ballert, ob man ihn oder ob man ihn nur hinten verletzen kann. Ach. Jedes Mal kommt er dann umgedreht schon wieder raus. Naja, aber jetzt. Oh, es kommt Feuer. Jetzt kann ich doch von hinten kommen, ja, oder? Jetzt solltest du den doch. Ich komme halt an diese Ecke nicht. Ja, jetzt wäre noch ein bisschen Mine oder so, wäre echt nicht schlecht. Nee. Irgendwie muss ich den, glaube ich, wirklich genauer von hinten erwischen. Habe ich irgendeine Muni? Da, Revolver. Ja, das. Ach, ihr werdet es hassen, wenn ich den benutze. Nein, ich benutze ihn nicht. Ich glaube, mit der Sniper Rifle ist sehr schwierig zu treffen. Ne, ich muss nur aufpassen. Ich habe es einfach gerade auch scheiße gemacht. Nee, oder? Immer noch nicht. Gleich. Ja! Och, die Dinger auch noch. Das ist voll gemein, dass der Level jetzt auch noch gegen mich ist. Nee. Super. Oh, der verträgt aber einiges. Nie wieder. Jetzt ist er tot. Long. Komplexes Herz. Ist nicht unser aller Herzkomplex. Boah, das war jetzt nicht so super, aber es war auch nicht so scheiße. Es war mal zumindest. Es war ein Chaos. Es war ein Chaoskampf. Er hat wie so eine Art Zombie-Tine Wittler den ganzen Level umgestaltet. Ja, das war aber ziemlich cool, weil man wirklich irgendwann gar nirgendwo mehr lang konnte. Überall war Feuer oder heiße Dämpfe. Schön gemacht. Hier ist ja, hier müssen wir hin. Irgendwas hier an- oder ausschalten wahrscheinlich. Hier musst du an den Schalter und dann liegt A da unten im Müll. Eine Zigarre. Ja, offensichtlich war der Ex-Präsident hier. Missglückte Experimente. Würde genommen. Mega. Oh, tut mir leid, die Leute haben mir gesagt, wir sollen es nicht machen. Entschuldigung. Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts als ein paar missglückte Kadu-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Miststück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamyceten kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist dieses Black Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht, wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Toll. Okay. Auch nix. Auch verdächtig offen aus hier. Ein bisschen Muni wäre wirklich nicht schwer. Habe ich vielleicht Schrott? Auch nicht. Das Ding habe ich nur. Okay, ich muss mal gerade. Ups. Bisschen nochmal wechseln. Kurz gratuliert, jetzt neu. Das ist auf jeden Fall noch viel für die. Pistole? Ja, Pistole, für die Flinte. Das ist auch nicht klug gebaut. Was soll das denn sein? Ja, Alter, was für eine Arbeit.
Okay. Was zum... Das ist doch Heisenberg. Na klar. Ah. Nicht schlecht, nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Und du bist mir im Weg. Aber ich dachte, er wollte, dass wir ihm helfen. Oh. Yeah. Halter! Auf! Weg der Seele! Oh, schön, wieder ganz nach unten. Haken, Haken! Glück gehabt. Bastard! Ja, jetzt, wo er dich nicht mehr hören kann, ne? Bastard. Bastard. Fast hätte ich dich erwischt. Was hast du gesagt? Nichts. Das ist doch ein Witz. Ich hoffe, dass jetzt nicht mehr so super lang ist, der ganze Fabrikabschnitt. Oh, stimmt, den gibt's ja auch noch. Ich hatte dich gewarnt, Ethan. Halt dich raus. Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard! Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und die Biowaffe gespielt. Die Schüsse hat sie auch übernommen, aber ich bring das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen. Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Hast du gesehen, was wir gemacht haben? Warum bin ich gerade Bäcker, Chris? Oder so? Was läuft hier eigentlich? Schicker Mantel. Okay, Ethan. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Gib mal den Schlüssel. Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Okay. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in... einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz? Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Die haben meine Männer mir vorhin geschickt. Neander. Sind noch mehr. Rose, scheiße, wir müssen los. Mhm. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Das ist das PlayStation Plus Logo, sah das aus gerade. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Ja, aber mit diesem Ding? Geil. Auf der Xbox wär's wie Xbox Live ausgesehen, ne? Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Aber ich will in dem Ding fahren. Wir treffen uns dann oben. Nee, wir müssen wir holen nehmen. Deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Hm. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Glaubt ihr, wir fahren mit dem Ding am Ende raus? Klar. Durch die alles... Hat er gesagt gerade. Aber nimm den hier. Aber wollen wir doch vielleicht vorher Items checken hier? Moment, was passiert nochmal, wenn ich hier halte? Na, du benutzt es wahrscheinlich dann. Ja, aber ich soll doch da lang. Mit dem Ding! Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ihr wollt noch irgendwas machen. Ich dachte, dass wir nochmal gucken, ob man hier noch was sammeln kann. Ja. Haben wir nicht mittlerweile mit der Muni wieder? Ja, für die Flinte hast du halt ordentlich Muni, also für die Scharfschützen. Ja, ich dachte, wir haben für die
auch was bekommen. Okay. Nee, okay. Ich glaube, hier ist nicht viel. Da kamen wir her. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindung mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe aber ein paar Dokumente mit Informationen über Runders Experimente gefunden, die unsere Vermutung bestätigen. Sie selbst scheint sich selbst mit dem Mutamiz infiziert zu haben, was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab. Darunter Mimikry, ja, deswegen kann an ihre Zellen aus wie Mia. Und jede beliebige Gestalt annehmen, sei es jemand oder etwas. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Ist so schön, wie Resident Evil haarklein wirklich immer alles dann nochmal erklärt, damit man nichts mehr sich selber noch irgendwie dann herleiten muss. Mit unserem Angriff hatten sie wohl nicht gerechnet, deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Liegt aber auch vielleicht daran, dass die Story ein bisschen doof ist. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt. Alle Mitfahrenden getötet und ist dann mit Rose verschwunden. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nützen könnte. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metallpolymerverbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Also war rein zufällig ein Fahrzeug, was Heisenberg nicht kontrollieren kann, mit einer Kettensäge vorne dran. Er vor allen Dingen auch in seiner eigenen... Meine einzige Schwäche! Steht in seiner eigenen Fabrik unten im Keller in ein Fahrzeug, was seine einzige Schwäche... Der Kettensäger-Bagger. Der Kettensägen-Panzerbagger-Bike. Okay, gut. Später, ne? Erstmal hier lang. Nee, wir müssen damit wirklich fahren. Ich glaub's ja nicht. Nee, das ist doch Quatsch. Gab es das schon mal bei Resident Evil? So eine Halo-artige Jeep-Sequenz sozusagen? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, bestimmt gab es bei 6 mal was. Na, ja, hätte ich auch das Gefühl. Oder? Wenn, dann bei 6, würde ich auch sagen. Wenn dann, ich weiß es auch nicht mehr, aber... Einer der Abschnitte vielleicht, ja. Mal schau dir das an. Alter! Ey, nun! Also, was geht da? Ja, hey, du kannst sogar blocken. Blocken da drin. Das ist Blocken? L1. Ach, L1. Nice, okay. Und dann habe ich Geschütz und Maschinengewehr. Und unendlich Munition, ne? Oh ja. Boah, ist das toll. Das möchte ich in Braindead 2 oder so, möchte ich das in Aktion sehen. Die roten Dinger, ne? Ich hätte blocken müssen, ja. Voll der Metal-Geschit hier. Mhm. Okay. Ah ja, okay, mal. Stark. Ja, schön den Arm durchtrennen. Zu schade, ich bin dein Arzt. Das wäre so gut gekommen, ey. Du hast gerade 2 Häuser zerstört im Hintergrund. Sterb, als du bist und kann ich hier. Hab ich nicht? Nichts mehr zum Heilen. Ich glaube, der Heilen ist wohl nicht. Das war nicht. Kannst so du weiter weggehen? Oh, okay. Sehr gut. Ja, Mann! Hammer gut.
Das hauen die mal richtig gut zurück. Du schaffst es, Simon, im ersten Anlauf. Und das ohne Heildings. Ja, aber er ist noch nicht. Wo sind denn die Gelenke, die roten? Die sind gar nichts mehr. Ja, ich glaube einfach jetzt da in die Mitte rein. Glaubst du hinten? Oh, auf der Rückseite bestimmt, ne? Es passiert ja irgendwas Schlimmes. Oh. Ich baller einfach weiter. Ne? Ja, baller durch. Das ist gut. Ich nehme an in den Kopf. Jetzt muss ich wahrscheinlich im richtigen Moment noch blocken. Was? Nix, das sehe ich hier. Nein, das... Nee. Du sitzt nicht mehr in deinem Dings. Nicht den Schritt! Da ist mein Pimmel dran! Danke für die Info. Ja toll, jetzt habe ich eine Pistole, ey. Ihr werdet aber auch immer lächerlicher. Ich mache Heil-Items ein, wenn hier welche rumliegen. Ich glaube, du bist geduckt auch gerade, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie ich rennen kann. Ey, nee, siehst du? Ich krieche irgendwie, oder? Aussichtslos, hab ich recht. Geh auf. Ja, immerhin. Ja, ne? Kannst du crashen? Wohin? An den Kopf im Zweifelsfall, wenn das... Oh. Okay, die Ecke unter der Achsel. Und zwei Explosivschüsse noch. Ich glaube, das, was vorne auch aussieht wie ein Kopf, ist auch immer gut. Oh, okay. Du hättest meinen Deal annehmen sollen. Uff. Du siehst Rose in der Hölle wieder. Muss ich wieder in das Ding rein? Ja, ja, geh in das Ding rein. Oh ja. Geil. Alter, super bescheuert. Okay, ich nehm's. I take it. Okay. Okay, jetzt zieh durch. Ich weiß ja nicht mal, ich seh nix. Ich baller einfach mal, ne? Ja. Ist nie verkehrt. Schöner Kampf, aber ein bisschen quatschig vielleicht. Total bescheuert, aber gut. Ich muss sie töten. Und ein Revolver Ocelot ist tot. Okay, das war cool spektakulär. Kann ich nicht fand mitnehmen. Ich auch. Ist die ganze aber Fabrik auch mitgesprengt, ey. Und den kristallinen Heisenberg gefunden. Gut gemacht. Der Alpha ruft Ethan, an. Was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg, sind wir los. Wir haben deinen Job jetzt gemacht. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia! Das ist eindeutig Miranda. Unser Kind. Miranda. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Angenehm. Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamycet vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht das!
Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Verdammt. Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Die Kampfdaten wieder, komm, ne? Komm raus und zeig dich! Du feiges Stück Scheiße! Ja, ja. Beleidigen funktioniert nicht. Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Ja. Das klingt nicht schmerzlos. Das ist Herz, oder? Ja, es klingt ja herzlos. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein. Und ich werde ihre wahre Mutter. Auf ewig verbunden im Blut. Du bist so widerlich, Alte, ey. Das war doch noch gut, das Herz. Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Das stimmt. Mit wem redet sie denn? Ja, für sich selbst nochmal ein bisschen Bestätigung. Also die Charaktere finde ich cool, aber sobald sie den Mund aufmachen, ist es furchtbar. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay, kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Rod. Cool, cool, cool. Okay, nein. Ich will wissen, warum die BSAA hier kennt ist. Kennt man den Charakter, den mit dem Hut? Okay, wird erledigt. Der Wien alten Zeiten. Irgendwelche geklonten Leute, die alle diese Geräte auf dem Kopf tragen. Welcher war's noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandelt hat, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Was hast du denn jetzt für Waffen und so? Oh. Ein Batarang? Was ist das? Karambit. Okay. Ein unübertroffenes Kampfmesser. Karambit und wie war das andere Wort vorhin? Kurille? Kurille. Karambit und Kurille. Wir haben alle Wörter mit K durch. Langsam. Ist auch sehr, wirklich sehr Metal Gear. Ich mag aber diesen Perspektivwechsel jetzt. Mag ich sehr, dass man eben wirklich auch nochmal ein bisschen was von Chris mitkriegt. Ist vielleicht auch für ein DLC oder so dann. Das Team scheint ja schon irgendwie zu einen Charakter zu haben in gewisser Form. Die können echt nichts. Mann. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon einen Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los.
Das ist auf jeden Fall Endgame, oder? Ausschau. Verstanden. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Das sind wir, als wir dachten. Was los? Oh ja. Oh, gute Waffe. Oh, leider keine. Sicher nicht? Gar nichts? Oh, shit. Jetzt baller ich mal ein bisschen weniger und man merkt, okay, weniger geht auch. Ja, mit der Waffe zumindest, ne? Ja, ja, die ist richtig, weil die richtig, richtig gut ist stark. Auch. Die zimmelt ganz schön rein. Verstanden. BSAA-Fahrzeug gesichtet. Zwei Wachen. Nice. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Ey, das ist cool gemacht, jetzt nochmal alles mit einem anderen Setting sehen. Hm. Was, ja genau, ist die Ecke mit den Wiesen. Das ist alles, Alter. Damit sieht. Dort finden wir sicher Miranda. Na los. Oh, hier sind so welche. Oh, oh. Boah. Der Grummler. Könnte infektiöse Spuren verspüren. Ah ja, fuck. Behaltet eure Masken auf. Das ist zwei? Oh, die Waffe ist aber schon richtig krass. Meine Fresse, die BSAA geht ganz schön an. Sie hatten Miranda auch unter Beobachtung. Sie haben sich vorgezogen Vorne gibt es wieder Equipment, glaube ich. Hier, Tantra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. An den Ort hier kann ich mich auch noch erinnern, als wir da waren. Wie krass, wie viel Muni man hat. Okay. Ja. Oh. Habt ihr auch eins bekommen, ne? Ja. Oh, ein Fusel. Das ist... Wo sind wir gerade? Na, wenn wir jetzt hier wieder rausgehen, ist links nochmal unten dieser kleine Hof gewesen. Ja, da war die Zahl noch, die neue Zahl noch. Ja. Ja, stimmt. Okay, hier ist auf jeden Fall die Muni. Okay, okay. Und jetzt aber, hier muss ich aber nicht weiter, sondern... Du musst da runter, glaube ich, links. Da runter, okay. Ja. Ja, wobei, das ist, glaube ich, ein geschlossener Bereich, oder? Nee, okay, hier nicht. Da auch nicht. Tür. Nice. Oh, mit der möchte ich wirklich nur noch rumlaufen. Amber, ich brauche Hilfe. Ich sehe dich. 200 bis Zielposition. Ohne Knie! Hörst du auch schon auf? Okay, soll ich jemanden hier lang, ne? Das glaube ich auch richtig. Von einer Mutamizid-Kolonie dieser Größe habe ich noch nie gehört. Mal eine Granate werfen gleich. Ich würde die mir gerne aufheben für die Gegner, für den Endgegner oder so. Ich finde, diese Granaten sind immer ganz geil für sowas. Ja, aber du hast ja eh nur die eine Waffe jetzt und. Höhe. Kannst du es auch benutzen. Ich hab dich im Blick, Boss. Hui. Oh. Ja. Finde ich gut. Oh, perfekt, geil. Bam. Oh oh. Ja.
auch die gut. Die hat auch gut Durchschlagskraft, ja. Die ist auch nicht schlecht, ja, finde ich auch. Ah, ich hätte den Stock nehmen sollen, mal ein bisschen Nahkampf, verdammt. Das ist kein Stock. So ein Polizeistock. Das ist ein Zielpointer, stand im Menü. Ach, ist das so? Oh, dann kann ich damit irgendwie Unterstützung rufen. Ja. Ich hab gefahren. Ja, einen Ticken zu lahm. Zu nah gekommen, der Kollege. Gut. Und er war irgendwie sehr schnell jetzt da. Na, wer ist als nächstes? Da oben. Die sind ja alle da oben. Du hast die kommen endlos? Vielleicht muss ich ja. Echt? Das glaube ich aber nicht. Jetzt zwinge ich das Spiel dann einfach. Aber du könntest natürlich einfach auch versuchen weiterzugehen. Alter, ich verziehe gerade die ganze Zeit mit dem Finger, es tut mir leid. Okay. Das ist jetzt aber der Vorletzte. Ich glaube, die spawnen einfach da irgendwo. Ja, jetzt geht's. Und sie denken, sie sind in der Hölle gelandet. Ich bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, hallo, Nova. Vor dir. Ich markiere das Ziel. Okay. Alles klar, Boss. Wo ist denn der Gegner hin, der eben da noch war? Muss nachladen. Oh nee. Warte kurz. Okay. Jetzt kommen wieder Gegner zwischendurch. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Oh, schon. Oh, nice. Ah, wie gut. Vielleicht alle erwischt, glaube ich, damit. Augenblick. Muss nachladen. Ist gleich. Oh. Ja, schaffst du auch noch. Oh, oh, irgendwas hatte ich gerade von hinten. Mich fast dann auch mal heilen. Ja. Okay, hier ist noch eine Granate. Auch auf den Megamyzeten abgesehen. Oh, du! Sie kommen auf den Pilz. Wir sind einfach kein Ende. Langsam wird's nervig. Dauert einen Moment, das Ziel zu erfassen. Komm! Die Dinger benutzen. Lange hält das Ding nicht mehr durch. Ich sag. Augenblick. Muss nachladen. Ja, schick doch nochmal 20. Auf jeden Fall gut, weil du hast die Gegner dann doch gekillt. Ey, ihr macht's aber auch wirklich jetzt gerade enorm spannend. Vielleicht gibt hier nochmal irgendwo neue Muni und so was rum. Gerade, ich sehe aber auch nichts. Kann ich hier hochlaufen? Da hoch. Oh, und Sackgasse. Kann ich das hier machen? Nee. Das ist ja ganz schön scheiße. Das ist doch Quatsch, Leute. Zu lange da. Ah, ich hab was. Hier, das ist ja noch ein Granatsche. Kommt gar nicht dazu. Okay, ich kümmere mich drum.
Schick doch einmal deine scheiß Unterstützung. Ist mir doch völlig egal, wo du die hindödelst. Also irgendwie weiß ich jetzt echt gerade nicht mehr, was ich hier noch machen soll. Augenblick. Muss nachladen. Oh, na, das stimmt. Ich will springen und hüpfen und wegrennen. Kann ich hier irgendwo noch was? Bin feuerbereit. Warte nur auf dich. Ah, okay. Hier ist was, ne? Da hinten ist doch so ein grünes Ding. Da ist bestimmt neue Munition und sowas. Ich schaff's noch. Okay. Ey, es ist wirklich lächerlich, Leute. Also braucht man am Ende 40 von diesen dämlichen Werwölfen? Das ist doch Käse. Ich hab wirklich keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Ah, hier, Muni. Ja, benutz mal wieder die richtige Waffe jetzt. Ah, ey, ich mach's aber auch gerade jetzt richtig scheiße. Kommt nicht hin. Mann, es ist wirklich, soll das so sein? Ich meine, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie automatisch darüber, oder? Also ich habe das Gefühl, es ist völlig irgendwie hängen geblieben gerade. Ich habe ja nichts gegen so lange Kämpfe, aber die scheinen ja endlos zu kommen. Ich muss ja eigentlich das Ding hier nicht besiegen. Du musst nur das Ding anpacken. Ja, nur das, ich komme nicht dazu. Das. Okay, da unten muss der Megamizid sein. Oh, okay. Das war ein bisschen. Uiuiui. Aber jetzt dürfte kein einziger Werwolf mehr in Rumänien übrig sein, oder? Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ja, ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Okay. Oh. Er war doch schon besiegt. Uiuiui. Ja. Ja klar, was? Mal klar macht er das. Was mache ich? Wo ist er denn? Ach, da. Alter, gibt's eine Möglichkeit irgendwie auszuweichen? Also so nach hinten oder vorne? Oder? Nach dem Locken vielleicht auch. Oh. Vielleicht kann das ja Chris, schaffen. Aber mit diesem ging's glaube ich nicht. Du bist in einer Hülle. Da ist nur Öffnung in der Decke. Ah, okay. Okay, auf den Weg. Ich bin gleich bei dir. Ja, vielen Dank. Bin nix, ey. Dann kannst du den nur so besiegen, ne? Okay. Okay, jetzt brauch ich mal... Versuch mal rechts dran vorbei. Ein bisschen zu... Hat er nicht gemacht, ne? Direkt über dir, Boss. Okay, markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. Das wird super knapp. Oh, war das daneben jetzt, oder? Muss nachladen. Warte kurz. Ja, denke schon. Und gleich springt er wieder los. Na, diesmal ist er auf einer anderen Plattform. Er springt ganz hoch. Ah, geil. Ich nehme mal einfach an, dass ich jetzt gleich hier irgendwo draufballern muss. Kannst du da nicht die ganze Zeit jetzt auch reinballern einfach? Ich glaube ja.
Ja. Was ist mein nächstes Ziel? Immer noch dasselbe. Das ist wirklich eine dumme Frage. Oh, wir wissen schon. Ja, haut rein mal. Geil, die nehme ich jetzt schön mit, ne? Ja, ja. Linke, mach das. Linke oder rechte Hosentasche? Bin mir nicht ganz sicher, was meint ihr? Hier hinten. Hinten in, okay. Kannst du den jetzt benutzen als Waffe? Nur verkaufen, nicht nutzen. Also, es macht schon Bock, aber es ist halt auch jetzt gerade ein bisschen dumm. Jetzt gerade wirkt es wie die Mercenaries, die LCs. Ja, da darfst du noch mal ein bisschen ballern hier. Das gibt's ja auch in dem Spiel, ne? Da auch im Mercenaries-Modus. Ja. Ich blick das alles nicht. Den Multiplayer haben sie ja verschoben, ne? Dieses Reverse, oder wie das da heißt. Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Boah! Ist der? Der Megaminset. Das ist ja ein Embryo. Ist ein bisschen wie in einem Gears of War Teil, falls ihr die mal gespielt habt. Ja, ich erinnere mich. Alpha Anthem. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ob das Ding da ausreicht? I doubt it. Ein Zweisprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Okay. Und mach den platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Es hängt davon ab, wie du es benutzt, nicht von der Größe. Okay, viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Ja, und Miranda war überhaupt nicht die Zeit. Nie. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Das muss Mirandas Labor sein. Ich hab das Gefühl, die machen jetzt nochmal ein Rätsel. Das erste Rätsel im Spiel. Die einzelnen, das sind die einzelnen Leute jetzt, da kann man sich deren Infos quasi nochmal angucken. Als Hülle für Eva nicht geeignet, ist auf jeden Fall das Wichtige. Muss sie menschliches Blut und Fleisch zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Das war die Lady Dimitrescu. Okay, und das hier, gucken wir mal. Das ist der Fischmann, oder? Ach, der Quallenherpesmann, ne? Salvatore. Unerwartet schlecht, könnte drastische Veränderungen. Fisch, Schwimmblasen. Zu viele Mängel. Ja, das haben wir aber auch, die haben wir auch festgestellt. Das ist ein Tinder-Profil. Schön, wie die alle auch ihre eigenen gebundenen Bücher hatten. Ja, war lieb von ihr. Außerordentlich gut. Elektrische Organe. Karl Heisenberg. Eines Zitterrochens. Magnetfelder kontrollieren. Moment, was steht? Elektrizität sorgt für die Magnetfelder. Vielleicht ist es später noch wichtig. Herausragend, aber nicht geeignet. Ah, nee, wir haben ihn ja schon. Haben wir schon ein bisschen. Stimmt, nee, haben wir ja schon. Ja, genau. Und wer fehlt überhaupt noch jetzt? Nur noch die. Das ist die Puppenfrau. Der Endschrott. Lage, Pollen, Halluzination, unterentwickelt, Cthulhu-Puppen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt. Okay. Da ist der Cthulhu wieder. Hallo. Auf Du und Du mit dem Cthulhu. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Musst du dem so wie Zierfische füttern? Er muss das Vertrauen von ihm erstmal. Kleine Flocken. Jetzt kommt ja aber alles auf einmal hier. Lore Central. Mhm. Dauert zutiefst, sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte zu behaupten, eine Unsterbliche wie sie, der ist, offensichtlich hat er das Memo nicht bekommen, würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuches in ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Das ist von Wesker? Dass ich mit diesem Wissen meine eigene. Ja.
3. Bin gespannt auf die vierte Seite. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Aha. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebe. Ein Virus war dafür besser geeignet. Schickt man das mit dem Brief? Das war der wirklich unnötig kompliziert erklärt. Das war der Grund für meine unmittelbare Abreise. Ich bereue noch heute, ihn nie lebewohl gesagt zu haben. Wer war es? Ich werde nun blättern. Spencer, natürlich. Auch gut. Ozzy, der gute Ozzy. Ich habe einen Schlüssel zur Evolution gefunden. Protogenio, ein in Afrika heimisches Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen und sie wird ganz groß werden und Viren erzeugen. Nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ah, Leute. Da hast du deine Verbindung. Hat man Oswald Spencer immer schon mit Z geschrieben bei Oswald? Ja. Ich glaube immer mit Z. Ist ja Japaner, ne? Was erwartest du? Also sie will ihre Tochter wiederbeleben und dafür braucht sie ein Gefäß. Und da lagen noch ganz viele Sachen auf dem Tisch. Ja, ja, ich hole mir auch gleich. Ich will nur einmal alles angucken. Ah. Batman. Oh. Soll es heißen, es ist nicht nehmbar. Hat sie da ein Regal voller Holz? Ja, das war's. Jo. Ein Regal voller Holz? Ja, da, hier. Es wird aber knapp auch gerade, habe ich gelesen in der Pandemie. Holz. Das ist ein Problem. Was mitnehmen. Hier ist doch irgendwas Wichtiges. Komm. So, das war noch früher, als sie noch gesund waren, alle. Die Miranda. Okay, da ist die Tür. Okay. Hä? Na gut. Chris braucht keine Messer. Ach Gott. Nimm die Hände hoch! Wie sie auch vorher gar nicht auf sich aufmerksam machen. Nee, hört die ganze Zeit an. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ich vermisst. Fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm, hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein, du irrst dich. Ich wollte es geheim halten, aber... Ja? Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Jetzt also kommt irgendeine geile... Er ist tot. Ach, doch nicht. Es ist die Ethan Hour. Was ist passiert? Ja, gute Frage, ne? Ist da jemand? Ah, ich bin nur eine Astralprojektion. Halt. Oder in der Zwischenwelt. Mit deinem Geist musst du jetzt alle beseelen. Wie komme ich hierher? Oh, oh Gott, ist das kalt. Dann hast du deine Finger wieder. Mhm. Ist das, wenn man tot ist? Ja, die warten da auf einen. Mein Körper. Oh.
Uiuiui. Du bist so dumm. Irgendein Cheap Shot. Evelyn, wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda, sie... Nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann da... Also schon ab dem ersten Teil sozusagen, vielleicht. Deswegen halt er irgendwie auch. Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Wenn man jetzt drüber nachdenkt. Erinnere dich. Wenn du mich so fragst. Ja, was soll das denn bedeuten? Seit wann ist er denn tot? Irgendwo da vielleicht. Bei den Bakers. Bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Ist das eigentlich Lara? Ich glaube, es ist Lara. Das könnte sein, das müssen wir mal nachgucken. Also ich weiß, dass sie eine Rolle gesprochen hat. Bei Village? Ja. Soll mal zugeben, ich erkenne sie nie. Erst wenn sie es sagt. Ja, aber das ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Es könnte aber auch die gleiche Sprecherin sein, die auch die Puppe gesprochen hat. Ja, ja, das kann auch sein. Komm jetzt, alte Kartoffel, da in die Brust rein und dann geht's los. Du bist offensichtlich tot. So wie die Lampe in die Kartoffel. Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Ist Schimmel die deutsche Übersetzung für dieses Mold gewesen? Du wirst deine Mold, Familie ja. Nie wiedersehen. Oh Gott, 3 Jahre zu Hause so abgeschimmelt und keiner hat's gemerkt. Ne? Familie. Wirklich keiner hat's gemerkt. Nein, nein. Die eigene Frau nicht. Was sagt das? Was gegangen ist in den 3 Jahren? Er hat so eine Tochter gezeugt? Tochter! Oh, du guter Punkt. Bist schon lange tot. Ja, ist ja gut jetzt. Wir haben es kapiert. Aber das Spiel muss doch weitergehen. Ende. Kauf den DLC. Rose, rein! Verstehst du halb, würde ich sagen. Wo bist du denn? Ah, jetzt sind die Finger wieder weg. Na, genug ja, bei geschlafen. Ihm, ne? Ah. Ja, der so einen Mettball hat er dir reingelegt. Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Jetzt gehörst du zum Inventar. Verkauf dich gleich. An den nächsten Ethan. Vielleicht war es wirklich nur ein Albtraum. Duke. Wir sind gar nicht tot. Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde. Wie lang war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Da kaufen wir jetzt aber nochmal schön ein vorher. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen. Wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Das ist eine gute Antwort. Die gute Antwort für wir wollen es nicht erklären. Wir sind da.
Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Kannst du bei ihm noch was machen? Steuerst du schon? Ja, ich dachte, ich bei ihm noch was machen. Aber das haben wir ja schon. Oh, kann es sein, dass er gar nichts mehr verkauft? Auf der Rückseite vom Wagen? Ach ja, klar. Ist ja immer hinten, ne? Oh ja, der steht anders jetzt hier, ne? Und da liegen stimmt, Items ja. Überall. Und speichern können wir auch, glaube ich, okay. Lange nicht mehr. So, erstmal die Items da. Zack, 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 zack. Da lag, glaube ich, noch was links daneben. Hier, wo? Nee, dreh dich mal rum. Links neben der Kiste ein Stückchen. Lauf mal näher da ran. Ja. Was ist das hier eigentlich? Dann kauf mal alles, was geht. Aber gerne. Munition, whatever. Achso. Oh, doch, wir haben ja ein bisschen Die Zigarre ist genau weg. Oh, die Fusion von Mensch und Maschine. Es sprüht geradezu von Heisenbergs Esprit. Boah, krass, wie man die Magnum noch aufleveln kann. Das würde ich, muss... Habt ihr irgendeine... Also die Schotti ist schon cool. Können wir noch Munition kaufen? Ja, aber wann? Guck mal, wir haben das ganze Spiel lang die Magnum jetzt nicht benutzt. Ne? Was wollten... Doch, hast du doch ein, zwei Mal benutzt. Wo denn? Beim Propellermann, oder? Aber warum? Na gut, man könnte sagen, man macht die noch auf drei. Ja, Feuerkraft. Würde ich auch machen. So, weißt du, ja, dass ja, ja. Zumindest so alle auf drei sind. Eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Und ihr meintet noch, du wolltest noch mal... Ja, guck mal, ob du Munition oder sowas hast, weil ich glaube, es ist fast wertvoller jetzt, ne? Heil, ja, Munition und alles. Auch. Kannst erst mal gucken, ob du noch was herstellen kannst, dann musst du es nicht kaufen. Ach ja, stimmt. Ja. Bitte, gib acht. Danke. Ich will mal kurz mit dem Stapeln. Ha! Hier, oben links anklicken. Ja, was macht das? Hat das nicht gerade gemacht? Doch, er hat's gemacht. Er hat's gestapelt. Was denn? Hat sich doch gar nichts verändert. Doch, hast du es nicht auch gerade gesehen? Ich hab's auch gesehen, ja, ja. Der lügt dir einfach so. Der lügen Fabian. Ja, ich glaube, Fabian will das nicht mehr sehen. Der will das nicht mehr sehen, ne? Wenn's automatisiert ist, dann ist nicht passiert. Hat nichts gestapelt. Okay, was wollte ich gerade machen? Basteln. Du gucken, ob du was basteln kannst. Ah, wohl eine Mine immerhin. Ja, dann kauf ein bisschen Heilkram. Ja, nie kauf. Zuvor war eine gute Vorbereitung wichtiger als jetzt. Kauf Heilen, kauf Munition. Aha. Shit. Dann kauf so viel geht. Oh, nee. Ach, Pistole, nee, brauchen wir nicht. Können wir mit dem Rest langer Lauf. Oh. Ich würde auch sagen, wir hatten ja eigentlich vor, dass wir heute drei Folgen noch machen. Das spielen wir jetzt noch zu Ende, ne? Ah, lass durchziehen. Ja, Rest upgraden, ne? Hast du denn auch alles, was so, du wir brauchst? Haben nur 90.000, jetzt mache ich nochmal Upgrades. Es könnte deine letzte Gelegenheit sein. Finde ich gut. Moment, bitte. Man kann ja immer irgendwas machen, ne? Ja. Es gibt immer irgendwas. Bon Chance. Speichern wir nochmal ab. Da. Aber 30 Schuss ist sehr gut. Lasst mich in Ruhe. Der hat den einfach so ausgekotzt. Du kriegst nur normale Drecksmunition. Da lassen die Zeug. Nee, also vielleicht auch gar nicht zu lange. Fand ich sehr gut gemacht. Einfach weiter. Ja.
Jo, dann mach das mal. Eva, meine wunderschöne Tochter, komm zu mir. Eva, bist du es? Ich habe dich so vermisst. Was? Das ist schon wieder. Ist Rose, meine oder? Kräfte verlassen nee. Mich. Der Kajal Rose. Verschmiert. Tut mir so leid. Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose. Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Achso, ich dachte, jetzt gerade der Kopf irgendwie explodiert. Was denn? Ey, Ethan! Was ich habe richtig mein auf. Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach Also, wegnehmen? Ich habe auch mein Leben für diesen Moment geopfert. Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Oh nein. Rose ist mein! Ach du Scheiße! Ja. Das erinnert mich jetzt sehr an. Was der vierte? Der kleine Kerl am Ende, ne? Geh los. Okay. Zweck erfüllt, Ethan Winters. Mach doch. Du hast hier so? Ja, aber ich lasse sie erst mal reden, oder? Warum? Nee, drauf. Ah, sie ist also, sie greift dich ja auch an, während sie redet. Ja, ich glaube nur, es bringt nichts. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich. Ich kam nicht mal mehr zum. Okay. Einer hat schon gereicht, ne? Ja, überspring die Cutscene. Ja. Zweimal Start, oder? Meine Eva. Meine wunderschöne Top-Tochter. Du hast. Okay. Deinen Zweck erfüllt, Ethan. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzenen zum Leben. Mach dir keine Sorgen, kleine Rose. Bei dir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Das irgendwie läuft gerade nicht gut. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar. Ich lass dich nicht mehr vollkommen. Bitte, Ethan, quäl dich nicht. Oh, okay. Feuerbälle. Ich kann irgendwie. Oh, musst dich wahrscheinlich dann da verstecken. Warum gibst du nicht? Wollen wir mal gucken, ob das was bringt? Du weißt, was es bedeutet, dein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Mann, verstehst du es endlich? Du liebst mein Kind. Ist mein Ja. Kind, nicht deins. Uff. Ah, jetzt hätte ich gerne noch mal so einen Luftschlag. Du hältst mich nicht auf. Genug der Spielchen. Oh, das war gut. Habe ich ja eigentlich mal die Magnum auch mal benutzen? Du hast noch 13 Schuss dafür, ne? Ja, die Magnum meinst du? Ja. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Oh. Ja, die haut gut rein. Still! Und übergib dein elendes Leben dem Megamyzen! Geil. Ob das jetzt hier was bringt? Ja. Ja. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge. Mies. Oh. Ist nichts mehr zum Heilen, ne? Nichts mehr zum Heilen. Gucken, ob da irgendwo was steht.
Aber es wird zum Dunkeln wahrscheinlich nicht finden. Oh, knapp. Ah, fuck, und dann ist sie auch noch. Ja, Schrotflinte natürlich. Ich werde meine Tochter wiedersehen! Du bist ein wunderbarer Vater. Das ist nicht so einfach. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, will dann einer von euch, weil ich spiele ja 90 Minuten, vielleicht will ja mal jemand sein Glück versuchen. Ja, probier's es mal, ne? Ja, ja, ich mach's noch einmal. Deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen, kleine Rose. Bei dir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Also in Frieden gehen. Und zwar mit dem. Ich lasse dich nicht davon kommen. Werde ich nicht. Ah! Das fährt am Schluss aber echt nochmal krass viele Bosse auf. Auch ich liebe mein Kind! Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein sehr gut. Kind, nicht deins! Oh! Ah, okay, das ist Quatsch. Genug der Spielchen! Der Megamycet hat mich aus der Verzweiflung gerettet! Mir unsagbare Macht verliehen! Ja, klar! Und dich komplett austicken lassen! Wenn es dunkel wird, hast du es bestimmt jetzt fast schon geschafft. Da lag auch Stuff unten gerade, ne? Vielleicht noch mal ein bisschen Suppe. Ja, jetzt nicht mehr. Leider nicht, ne? Schade. Nee, aber gut zu wissen, dass ihr nicht mehr liegt. Ja, hier vielleicht? Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Ah, okay, ich habe aber zur Not, okay, immerhin die Minen noch. Ein Heilding hast du auch noch. Halte ich denn noch einen aus? Denk schon. Einen hältst du noch aus, ja. Ist ja erst gelb, glaube ich, hier. Aber die hat keine Beine, dann kann sie auch nicht über die Mine laufen. Ich werde meine Tochter wiedersehen! Wenn ich Rose mit den Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen! Ich habe auch gedacht, es wäre sie. Verstecken! Beinahe drum. Warum willst du nicht sterben? So, gleich nehme ich was Dynamit hier. Nichts mehr. Du hast nichts. Gar keine Muni mehr. Nichts mehr. So nah am Tod hat Rose keinen Nutzen mehr. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Ich hab noch. Zwei hast du noch. Oh, es dauert so lang. Dass mir jemand Rose oder meine Tochter wegnimmt. Oh, mies. Was? Oh, oh. Wird jetzt, kannst du vielleicht jetzt ein Heilding herstellen, warum auch immer? War ein bisschen unklar, wer jetzt tot ist, aber wir waren es. Lass mal ruhig Greg machen, der wäre jetzt eigentlich auch wieder dran. Ja, stimmt schon, ne? Wir spielen ja auch schon ein bisschen länger. Also jetzt hätte ich es wahrscheinlich geschafft.
Das ist aber auch wirklich der schwierigste Bosskampf, würde ich sagen, im Spiel. Ja, mich nervt eher, dass man eigentlich sich so kaum bewegen kann. Also du kannst halt so mal ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, aber ein bisschen zu reduziert für meinen Geschmack. Ich mag ja so die Endgegnerkämpfe, weil du einen Raum hast, wo du da was killen musst, da was killen musst, in der Mitte was killen musst, irgendwie, währenddessen wirst du behakt. War ja auch so bei Resident Evil 4, fand, oder 4 oder 5, fand ich ganz geil. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keinen Sorgen, kleine Frau. Oh, wirklich? Sein. Das doch. Wir machen das gleich drei oben, danach bin ich dran, Greg. Und zwar für immer. Ich lass dich nicht davon kommen. Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins. Ewige Ruhe. Richtig gut gerade. Ja, Mann. Der Megamyzet hat mich aus der Verzweiflung gerettet. Mir unsagbare Macht verliehen. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Wir alle sterben schließlich irgendwann. Oh, schön auf die Krone. Warum lacht die da auch noch? Sie ist doch dumm. Du hast doch gerade was abbekommen. Oh, großer Megamyzet! Erhöre mein Gebet! Ja, jetzt zählt sie ihre Feuerbälle auf. Jetzt musste. Die Magna, ne? Ja, irgendwo quasi hinter einen Baum oder so gehen. Alter, das ist auch nicht schlecht. Das war sehr gut. Jetzt hast du es fast. 100 Sniper-Schüsse, ey. Nimm doch lieber den Dings, oder? Magnum. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf jetzt. Oh, zum Teufel. Den Teufel werde ich. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Ja, ich glaube, da ist nichts. Ich hab auch nichts gefunden. Ja, wenn du stehen bleibst, wir können sie ja kaum sehen, wo sie ist. Ja, ich meine nur Items wirst du wahrscheinlich kennen. Uff. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. Okay. Oh, warten. Habe ich gewartet. Und dort nur für diesen Tag. Widerlich, dieser Lebenswille. Oh, da ist was. Oh Mann, genau das, was wir nicht brauchen. Oh nein. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Ah, jetzt ist sie oben. Ah, oh viel. Nein. Aber es sieht gut aus. Nachladen. Das war's für dich. Jetzt stirb. Okay. Du hast Seite laufen. Genau, du hast auch noch Minen, ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass ich so gut werden zielen kann. Dynamit hast du auch noch. Oh nein, 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 das war's, oder? Fuck! Ah. Na gut, Fabian, dann muss ich wohl schnell die Steuerung kurz um. Danke. Vielleicht kurz den Schwierigkeitsgrad auch noch, wenn keiner guckt. Ja. Ich bin mir bei der Kamerabeschleunigung gar nicht so sicher, ob das nicht wirklich geiler ist, so wie du das eingestellt hast. Für mich funktioniert es besser auf jeden Fall. Ich probiere das mal. Auf Aus hast du das, ne? Ja. Oh, jetzt hast du das ganze Spiel natürlich mit Beschleunigung gespielt. Das macht nichts. Ah, fuck. Das ist so nicht mal den kleinsten Moment, um dich noch mal einmal zu heilen, ey. Ja, das ist ein bisschen komisch. Manchmal erwischt sie dich wirklich genau zweimal. Dann hast du irgendwie genau das soll, glaube ich, nicht so sein, aber passiert, ne? Ah,
Aber es war bis dahin eigentlich sehr, sehr gut. Bis zu diesem ersten Grauen war es verdammt gut. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Sehr nice. Ja. Der erste Instinkt ist so jetzt nah ran und messern. Na, siehst du, und schon sind wir in der zweiten oder dritten Stufe. Hab ihn das so schnell gemacht. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Oh, super. Schön. Mitten im Angriff sozusagen. Voll angehalten, richtig, super gut. Oh, das tat richtig weh, wie der vorbeigezischt ist. Oh Mann! Jetzt aber. Ja. Oh, super gut. Mitten im Angriff. Oh, da ist noch eine Sonne. Aber da ist noch zwei Heidis. Ein Heidi. Du hast noch nicht genommen. Ich glaube, nee, nicht genommen, ja. Sie ist meine Tochter. Du musst den Heidi nehmen. Der Scharfschütze bringt nichts, sie springt wieder gleich runter. Man denkt automatisch, ach, blocken! Du darfst vergessen, ne? Geblockt mal. Das ist blöd. Bis jetzt? Fast, Alter, du hast es doch fast. Einfach weitermachen. Ja, einfach pumpen. Ah, okay, das gehört dazu. Weniger labern, mehr sterben. Nur um wirklich sicher zu gehen. Oh, Leute. Konntest du dich gerade bewegen überhaupt? Heil nochmal. Ja! Oh! Wenn sie jetzt nicht tot ist, die alle Plunze! Das war's, ne? Ich glaube ja. Schieß! Oh Gott, heil nicht nochmal! Ich kann mich nicht heilen. Schieß! Schieß einfach! Mach einfach gar nichts! Schieß nur! Ich kann leider nichts machen außer schießen. Ja! Du schaffst es! Nein! Ich glaube, ich kann ja. Ah, Feini! Lass sie uns verkaufen gleich. Das bringt sich hier bei 48.000. Ja. Schön. Na klar. Mit den Klamotten sogar. Das ist auch so geil, ne? Vorher viel geteilt. Waren auch die Klamotten viel geteilt? Alles gut, Rose. Alles gut. Da ist so viele Fragen. Tja. Da schüttelt er von dannen. Aber wie soll es die Ethan-Trilogie sein? Ach so, der Arm. Ethan! Ethan! Ja, danke, Chris. Schon, du hast wirklich gar nichts gemacht. Komm schon, stimmt. Ethan, wach auf. Oh. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. Weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia. Es tut mir leid. Ich liebe dich.
Pass auf, Rose, auf. Hey, hey! Hey! Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Wiedersehen, Rosemary. Ethan. Warum denn das Ding da blinkt? Spring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan? Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Zombie-Soldaten. Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Das habe ich schon so oft gehört. An jedem Resident Evil sagt ihr das. Und die gibt es immer noch. Bezahlt. Weißt du, wer was bezahlen die? Ja, 50 Millionen Strafen. Nee, wir bezahlen, weil wir die neuen Spiele holen. Das ist eigentlich korrekt. Die einzigen, die bezahlen. Und wieder mal fliegen wir von einer großen Explosion davon, weil wir Feiglinge sind. Ja, das war die VIII. Das hat Spaß gemacht, oder? Ja. Ich finde es tut mir voll leid. Na, also, ja. kein Happy End für ihn. Ja, es ist ein bisschen der lebt. Der ist 100% also am Leben, weil es ist eine Trilogie und das heißt, der kommt nochmal. Das glaube ich nicht. Wie, du glaubst? Es wurde jetzt auch schon, er hat jetzt. Es wirkte so, als hat er emotional so abgeschlossen. Er ist so offensichtlich, fällt er auch auseinander. Er ist 3 Jahre tot und so. Ich glaube, für ihn war es das jetzt. Aber ich finde es auch schwierig, zu ihm so eine Beziehung aufzubauen. Weil er ist ja am Ende auch wieder so oft auch extern sichtbar. Und dass sie halt immer so schlecht versuchen, sein Gesicht so zu verbergen und so. Das ist natürlich klar, warum sie das machen. Aber es fällt einem auch so schwer. Ich sehe ja die ganze Zeit irgendwie so ein... Ich muss da mal an Heavy Rain, an den Vater irgendwie denken. Da erinnert er mich dran, so stelle ich mir das immer vor. Mhm. Aber er ist halt nicht so ein richtiger Charakter. Und dann hat er auch noch diese komischen One-Liner im Spiel hier und da. Also, es wird ein bisschen ist mir schwierig. Offen gesagt nicht so wichtig, ob der im 9. Teil wieder dabei ist oder nicht. Bei mir auch nicht. Ich fand den auch total vernachlässigbar. Im 7er war es ja noch so, da hat er ja bewusst, oder hast ja bewusst kaum was von ihm gehört, damit du dich in ihn reinversetzen kannst als Ego-Perspektive. Hier hast du einen Charakter, aber auch einen Nicht-Charakter gleichzeitig.
Man hört jetzt übrigens im Hintergrund, das, was vorher die Mutter im Intro der Mädchen vorgelesen hat, wird jetzt hier von so Gruselstimmen gesprochen. Ach, das ist derselbe Text, nur ja. Also jetzt gesungen. Ah. Ja, auch nicht mehr wirklich an das, also was die Geschichte im Intro war. Ne? Das sind dann die ganzen Sachen, die wir als Monster gesehen haben wahrscheinlich, ne? Da haben wir den Fischi. Ach so, und dieses Skelett mit dem Ding soll die Puppe verkörpert haben. Und was war das andere noch? Fledermaus. Ja, Heisenberg. Da war so eine große Fledermaus, ja, so wahrscheinlich hier. Heisenberg, ja. Ah, das Pferd, die Pferdetür. Ist doch logisch. Aber was ist denn, soll denn das hier symbolisieren, das, was fälschlicherweise als Geschenk interpretiert wird? Keine Ahnung. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief: Rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Schönes, befriedigendes Ende auch noch. Ja. Also das Spiel hat Spaß gemacht, finde ich. Ne? Ja. Schön wieder Actionballerei, aber... Ich muss sagen, es ist halt wirklich nur, die Story von Resident Evil wird irgendwie immer dümmer. So, also selbst wenn du denkst, sie ist schon ziemlich dumm, so kriegen sie es irgendwie noch mal hin, dass die noch mal ein bisschen komischer wird. Also ist nicht wirklich schlimm, aber das ist schon nicht mal mehr trashig, sondern irgendwie so Pseudo-Deep-Trash. Mhm. Es ist halt null deep, aber sie versuchen es ja immer wieder aufzu... Mir kommt es sehr ähnlich wie... Also, die haben es ja auch bei Teil 6 versucht. Hier, die ganze Welt wird jetzt von Zombies übermannt. Es ist alles das gleiche Niveau. Ne? Weiß nicht, ob die Japaner diese Art von Storytelling so mögen oder nicht. Ja, in deren Animes haben sie ja viel geilere, gute Geschichten. Also nicht, ich meine nicht, nicht die Resident Evil Animes. Ich meine, ja, auch allgemein, ne? Ach, da haben sie doch, finde ich, schon coolere Ideen als das jetzt hier. Aber vielleicht... Ist egal. Wie ich schon mal gesagt habe, die Charaktere an sich sind cool gemacht, so als Bösewichte, aber ich finde sie eben in den Dialogen furchtbar doof. Ich finde, in den letzten beiden Folgen, die wir jetzt hatten, also inklusive der hier, bin ich so ein Riesenfan von diesem Fabrik-Setting und so. Das ein bisschen lang. Ja, macht mich irgendwie nicht so an als Umgebung. Und auch die Gegner, die da waren, halt immer diese Typen mit den Bohrerhänden und so, fand ich nicht so, das Herrenhaus fand ich deutlich stimmungsvoller für mich. Auch das Puppenhaus irgendwie, obwohl man da ja gar nicht gekämpft hat. Und jetzt muss ich überlegen, der andere Abschnitt war ja dieses eher Sumpfartige, wo du da viel durch das Wasser gelaufen bist und so. War schön eklig. Die Fabrik ist nicht so mein Highlight, aber dann natürlich coole... Ich finde sogar so bescheuert, wie das war, dieses Ding, wo du mit dem Fahrzeug fährst und gegen Heisenberg kämpfst, irgendwie witzig. Die fand ich offensichtlich auch okay, halt sehr kurz gehalten. Und dann den letzten Bosskampf eigentlich auch nochmal cool. Das hat schon alles gepasst. Ich hätte gerne mehr Bosskämpfe gehabt, die nicht nur in der runden Arena stattfinden. Finde ich immer ein bisschen einfach. Aber ansonsten war ich von vorne bis hinten gut unterhalten. Ja, was ich noch gern gehabt hätte, weiß nicht, ob es beim 7er dann so war, aber mal richtige Rätsel oder so, ne? Ja, das kriegen wir nicht mehr, glaube ich. Also, wenn das Highlight die Kokillen holen ist und immer neue Schlüssel daraus gießen. Man muss aber sagen, bisher waren die Rätsel selten wirkliche Rätsel, auch früher schon. Ja, aber zum Beispiel, du kommst in den Raum rein und dann, da fliegen drei Raben und wie viel ist 2 plus 4? Genau, oder richte die Flügel aus und da ist ein Gedicht, sowas. Immerhin wenigstens das Gefühl eines Rätsels, ne? Man will das Rätsel wenigstens riechen. Wollen wir uns die obligatorische Post-Credit-Scene nochmal angucken? Ja, das hängt bei mir immer davon ab, wie lange die Credits immer runterlaufen. Überspringen die Credits doch. Ich finde immer bei modernen Spielen, gerade bei diesen AAA-Spielen, diese Credits dauern immer 100 Jahre. Ja, aber es sind ja so lang wie bei Marvel-Serien. Was war's? Das ist doch Ubisoft, wo die 20 Minuten bis eine Stunde dauern, weil so viele Leute da dran saßen. Kannst du die skippen?
Kommt drüber. Wir könnten ein Format wahrscheinlich daraus machen, ob du schneller schaffst, Kirby's Dream Land durchzuspielen oder die Credits von Spiel XY zu gucken. Credits Dream Land. Oh. Ist erwachsen. Dann der dritte Teil. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Sie sieht ein bisschen aus wie Claire Redfield in Resident Evil Revelations. Ist das Claire Redfield? Du machst nur Spaß. Nein, das ist sie. Mit ihrem Bär. Ja, aber so vom Mund her und so eben. Also du meinst, dass die... Nee, sind sie nicht, aber das Modell sieht so ähnlich aus. Ich bin ganz fasziniert von ihrem kleinen Ohr-Gadget. Was ist das? Das trägt man so im Jahr 2070. Keine Ahnung, wann das spielen ist, soll. Ne? Du kannst ja gucken, da steht ja jetzt drauf, wann er gestorben ist. Hi, hey. Dad. Okay. Oder auch alles nicht. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Ich finde das irgendwie schlimm. Mag das nicht, wenn der Hauptcharakter sich am Ende opfert. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn. Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Mhm. Habe freie Schussbahn. Nein. Na, Ingo. Ich komm klar. War das? Sie ist bloß ein Kind. Hätte sein können. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Wer steht da hinten jetzt wohl? Ja. Ist es Barry Burton? Ja. Wie alt ist Barry Burton dann, wenn die erwachsen jetzt ist? Oder halbwegs erwachsen? Wie alt ist er? 90? Wir sagen ja langsam. Rüstiger Rentner. Okay. Ah, okay, jetzt haben wir es auch nochmal final. The daughter story is just beginning. Ich glaube, ich soll drauf drücken. Ja. 9 Stunden 32. Unter 10 Stunden. Yeah. Oh. Wir haben Sachen freigeschaltet. Also das wird dann bedeuten, du spielst sie in Teil 9 oder sowas? Kann man wahrscheinlich erwarten, ja. Wo wir gerade Sachen jetzt freigeschaltet haben, auch noch diverse Herausforderungen und diese Punkte, um sich Kram zu kaufen, wie so kleine Figürchen und sowas. Was wir nicht freigeschaltet haben, ist der Multiplayer-Modus, der kommt ja erst im Sommer, glaube ich. Wird ja separat ausgeliefert. Oh, ich glaub, Mercenaries was? Meinst du? Nee, dieses Reverse, ja. Oder wie das heißt. Ach, das war ja was anderes. Mercenaries müssten wir jetzt hier eigentlich bekommen, nachdem wir es durchgespielt haben. Ja, müsste da sein jetzt. Ich bin mal gespannt, wie das wird, so Multiplayer. Ach so, ja. Ja. Multiplayer bei Resident Evil ist auch schon schiefgegangen, aber ich hoffe immer noch, dass es irgendwann mal richtig geil wird. Die versuchen es ja mit anderen. Das Modell von Ethan hat keinen Kopf. Hat keinen Kopf, ne? Ich kauf's mal, ja? Kauf das mal. Okay. Aber wir hören jetzt auch auf, denn wir sind ja am Ende. Gucken wir es uns kurz noch an, damit wir endlich den Kopf sehen, ne? Kannst du reinzoomen? Können wir durch den Nebel durch? Mann, das ist, damit du dir deinen Kopf vorstellen kannst. Na gut, ja, dann haben wir mehr für das Buch überlegt als für den Kopf. Gut.
Naja, das war sehr schön. Ich fühle mich, als hätte ich mir echt was erreicht. Total. Ja. Nee, ich wollte gerade sagen, nee, das ist wahrscheinlich wieder zu aufwendig, dass die Regie deinen Kopf auf seinen Körper dann draufpackt. Deswegen in dem Vordergrund, aber ist das, glaube ich. Wir werden nur unsere aller Köpfe. Wir alle sind Ethan. Scheiße, ich bin leider zu dumm. Man kann nicht so richtig auf den Kopf zoomen. Das dauert jetzt noch zu lange. Steuerkreuz hoch. Dafür investiere ich jetzt noch 2 Stunden. So vielleicht, so. Da. Aber dann sieht man halt nichts mehr. Ja, genau, da so. Das ist gut. Ja, da sehen wir, da ist doch Ethan Winters. Hi, ich bin Ethan Winters, hallo. Du lebst ja noch. Ja, ja, mir ging's gut, ich habe nur kurz geschlafen, 10 Jahre oder so. Okay, besser. Vielen Dank, Regie, das war ein herausragender Gag, dafür kriegt ihr nochmal einen Applaus. Finde ich sehr schön, dass ihr für sowas Zeit habt. Jetzt hören wir aber auf, das war's mit uns. Wir sehen uns zu Resident Evil 9 wieder, bis dann. Tschüss.